Wie fangen wir das Ganze an? Wie kommen wir jetzt hier rein? Ah ja. Wir können entweder als Dr. Alan Grant oder als Dr. Alan Raptor spielen. Ich würde tatsächlich Grant erstmal bevorzugen, weil ich bei Grant noch ungefähr weiß, wie das Ganze abläuft. Als Raptor ist das Spiel wesentlich einfacher, meine ich mich erinnern zu können. Trotzdem würde ich Grant einfach erstmal bevorzugen. Ihr könnt das ja mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, was ihr da denkt. Hallo, ich bin neu hier auf Twitch bei dir. Was machst du denn heute? Wir spielen heute Retro Jurassic Park Spiele. Das heißt, für Sega und wenn es halt klappt, auch noch die für PlayStation. Grant, ne? Ja, gut, Grant macht, wie gesagt, bei Grant weiß ich halt auch, was da ungefähr abgeht. Ich weiß doch, dass mein Bruder und ich es mal geschafft haben, mit Grant die gesamte Geschichte durchzuspielen. Mit dem Raptor haben wir das nie hingekriegt. Jetzt Achtung. Spoiler, die Animation beim Raptor gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an später, weil die ist nochmal ein bisschen geiler als die vom T-Rex. Auf geht's. Ich muss den Sound für euch lauter machen. Ihr müsst das jetzt wirklich fühlen. War schon geil, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ihr euch das einfach mal so vorstellen müsst, oder könnt. Der kleine Tobi damals bei seinem Bruder, als wir noch in unserem Elternhaus gewohnt haben, bei meinem Bruder im Zimmer gehockt. Das Licht war aus. Es war relativ spät für damals. Ich war 5, 6 Jahre alt, wo ich das Spiel zum allerersten Mal gesehen habe. Und dann kommt so ein Intro. Tja, durch dieses Intro einfach 7 Jahre lang Bettnisser gewesen. Oder? Nachvollziehbar wahrscheinlich. Finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Ich liebe diese Retro-Cutscenes. Mir geht's ganz genauso. Ich finde, das ist so geil. Und, oh Gott, ich sollte vielleicht mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Und ja, in diesem Spiel versucht sich wirklich einfach alles umzubringen. Also wir kommen gleich noch zu den Brachiosauriern, wo man sich ja denkt, das sind die friedlichsten Tiere der Welt. Die Brachiosaurier sind in diesem Spiel richtige Arschlöcher. So. Wir könnten ihn jetzt sogar töten, beziehungsweise in den Schlaf schießen, was wir aber nicht machen, denn wir benötigen auf jeden Fall unsere Munition. Lasst mich gerade mal kurz die Steuerung ein bisschen abchecken. Munition verschwendet, alles klar. Genau, da oben links könnt ihr jetzt sehen, wir haben 10 Granaten, 13 Betäubungsschüsse und 25 davon. Ich dachte, das wären unendlich viele Stromstöße, anscheinend nicht. Okay. So. Ihr werdet auch im Laufe des Spiels euch vielleicht mal fragen, woher wusste Tobi jetzt, wo er lang muss? Und es ist genau so ein Ding. Diesem Spiel weißt du sehr häufig nicht zwingend, wo du lang musst. Weil die Kameraführung hier wirklich, wirklich mies ist. Mit eins der schwersten Jurassic Park Spiele, aber ich hoffe, wir schaffen es bis Level 3 auf jeden Fall, weil Level 3 ist ein Level, das bezieht sich auf eine Szene, die aus Jurassic Park rausgeschnitten wurde, nämlich auf die Szene, wo der Tyrannosaurus Rex im Wasser auftaucht und Grant und Co. auf so einem Schlauchboot sitzen. Und da wurde ein eigenes Level damals für gemacht. Ei. Okay, Konzentration. Ei. Wie gesagt, ich habe es nur noch ganz grob im Kopf, was hier alles abgeht. Oh, das war Glück. Und hier haben wir jetzt sogar stärkere Schüsse. Wie wechsle ich denn meine Waffen auf dem Knopf? Okay. Ich bleib mal bei Elektroschocks. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Okay, ein verschwendet. Macht nichts. So, Spooky, ist für Zeit, wenn du noch am Start bist, Wetten anzunehmen. Schaffe ich dieses Level ohne ein einziges Mal zu sterben? Ihr habt jetzt einen ungefähren Einblick bekommen in meine Künste dieses Spiels. Ich habe innerhalb von 3 Sekunden ungefähr 2-mal Leben kassiert. Wetten werden jetzt gleich gerne angenommen. Ich glaube,
Spooky ist schon dabei, die Wette jetzt zu starten. Scheppert eure Punkte da rein, wie ihr könnt. Und wettet auf jeden Fall, dass ich kein einziges Mal sterben werde. Was ja Sinn macht, da ich sehr viel Talent für sowas habe. Ei! Okay. Man konnte das noch aufladen, richtig. Also wenn ihr wirklich dachtet, Dark Souls heutzutage wird ja immer so gelobt als so schweres Spiel, ne? Dark Souls war dieses Spiel auf leicht, vom Schwierigkeitsgrad her. So, da haben wir einen kleinen Kombi. So. Stromstöße waren doch früher unendlich, dachte ich. Ey, da irgendwas ist doch jetzt hier wieder faul. Und ihr merkt, die atmen auch die Saurier. Das heißt, die sterben hier nicht wirklich. Ne? Die Saurier hier leben einfach weiter und stehen irgendwann auch wieder auf. Und wollen dich nochmal töten. Oh. So. Ich habe sowas von keine Ahnung, wie ich jetzt hier lebend rauskomme. Ich weiß, dass diese Stelle hier extrem verhasst ist. Ich hätte da runtergemusst, glaube ich, ne? Ist jetzt zu spät. Oh mein Gott! Ja, Spooky ist wohl gerade nicht da, um die Wette einzulösen. Das ist eine schlampige Arbeitshaltung, aber ist ja auch Samstag, ne? So, und jetzt kommen wir da wieder raus. Ja, das ist doch... Jetzt ohne Mist, wenn ihr nicht wissen würdet, wie ihr da runterkommt, hätte irgendeiner von euch jetzt auch nur ansatzweise gecheckt, wie man das schafft. Ja, dieses Spiel, ich krieg jetzt schon wieder wirklich Ausschlag, wenn ich daran denke, wie unfassbar schwierig das noch wird. Ich komme eh nicht an Level 3 vorbei, das weiß ich jetzt schon. Und ja, die Kombis können auch angreifen. Die hängen dann an mir fest und saugen mir Energie aus. Das können wir aber vermeiden, indem wir die abschießen. Jetzt haben wir hier unten schon... Ne, da sind Triceratops. Okay. Na, Risiko. Okay, wir müssen uns mit dem Triceratops anlegen. Oh, oh. Ja. Egal. Ich bin noch am Start. Aber es dauert nicht mehr lange und ich bin tot. Oh Gott, ich hab's überlebt. Ach du Scheiße. Ich hätte das Spiel, glaube ich, schon aufgegeben. Weil ich meinen Kopf zu viel anstrengen müsste. Du meinst aber jetzt nicht von der Grafik her, oder? Weil ich finde die Grafik tatsächlich, auch wie bei Super Nintendo, die Grafik ist von diesen Nintendo- und Sega-Konsolen noch vollkommen erträglich. Wenn wir nachher die PlayStation 1-Spiele spielen, dann wird's kritisch. Dann müssen wir wirklich abstimmen, ob wir das auf Vollbild lassen oder ob wir das lieber kleiner schieben. Weil PlayStation 1 ist mit Abstand die am hässlichsten gealterte Konsole. Die sieht so dermaßen scheiße aus. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich kann doch nie im Leben so weit springen. Doch. Okay. Okay. Das haben wir auch ganz souverän gelöst hier, das Problem. So. Das ist natürlich so eine Sache. Mit dem Springen in dem Spiel ist das wirklich so ein Ding. Grant springt, wenn er Lust hat. So. Jetzt kommen wir an so eine Stelle, wo ich euch mal eine Frage stellen muss. Was machen wir jetzt? Wir kommen hier nicht hoch und hier ist scheinbar eine Schlucht unter mir. Die Antwort ist, ihr müsst in diese Schlucht springen, aber mittig landen, weil da unten ein Brachiosaurus-Kopf ist. Wie zum Teufel sollst du auf so etwas kommen? Man muss sich doch auch damals in den 90ern Gedanken darüber gemacht haben, dass Menschen versuchen werden herauszufinden, wie es jetzt eben weitergeht. Wie zum Teufel kommst du auf die Idee, dass da unten ein beschissener Brachiosaurus-Kopf ist? So, da die Kamera jetzt aber nicht runtergeht, habe ich keine Ahnung, ob ich ihn auch wirklich treffen werde.
Das wird jetzt eine Glückssache sein. Was die Grafik von diesem Spiel ist sogar noch relativ gut. Dafür, dass es so alt ist, wäre für mich wahrscheinlich einfach zu kompliziert. Verstehe ich wirklich. Gerade wegen sowas wie jetzt, ne? Achtung, Test. Ihr seht. Oh oh. So. Das Spiel macht keine Gefangenen. So. Ich musste. Oh Gott, ey, ich verraff's jedes Mal. Nein, ich brauch die Energie da oben. Scheiße. Ich musste ein bisschen weiter noch nach links springen, glaube ich. Ne? Die Mitte war schlecht, weil die Mitte war auch nicht richtig. Naja. Na komm her. Sehr schön. Aber es wird noch besser, wartet mal ab. Obwohl Level 2 ist eigentlich noch viel chilliger. Level 2 ist echt cool. Ja, kleiner Spoiler, in Level 2 seht ihr das allererste Mal den T-Rex. Und der ist hier tatsächlich echt gut dargestellt. Auch von dem, was er macht und wie er es macht. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ach du blödes Vieh, ey. Nicht springen, nicht springen. Wo ist der Kombi? Da ist er doch. Okay. So wäre es einfacher gewesen, ja, okay. Weiß man ja vorher alles nicht. Kann ich eigentlich auch hier hoch tatsächlich? Aber was habe ich denn davon für einen Vorteil? Gar keinen. Spitze. Und hier dreht sich die Kamera einfach noch mit und später nicht mehr. Es ist schon... Oh Gott. Ja, lassen wir den. Aber den hole ich mir, weil der ist, glaube ich, auf Akro gebürstet. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus treffen kann, den Triceratops. Scheinbar nicht. Ja, okay. Dann machen wir das so. So. Ich dachte schon, er überlebt es. Alles klar. Alles unter Kontrolle. Kompis, ja, ja. Wann kommt Lego Jurassic Park auf YouTube? Ist schon hochgeladen heute. Heute Morgen habe ich das Ganze hochgeladen. Zumindest den ersten Part, wo wir Jurassic Park 1 durchgezockt haben. Ich habe nichts über Jurassic World Dominion gesagt, liebe Leute. Hab gerade den ersten Teil auf YouTube. Ach, heute gab es den ersten Teil. Ja, richtig, richtig. Oh Gott. Auf ein neues, ne? Auf ein neues. Warum bin ich eigentlich nochmal hier rüber gesprungen? War da irgendwas? Ich glaube nicht. Oh Gott. Doch, Energie war da hinten. Der müsste jetzt aber eigentlich laut meiner Theorie gleich runtergehen, damit ich darüber springen kann. Soweit ist die Theorie. Die Praxis ist, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt da runterkomme. Ja, Alan macht auch schon so, er weiß es auch nicht. Sollen wir einfach mal runterspringen? Ich weiß auch nicht, ab wann ich falle. Das ist ja wirklich kompliziert jetzt. Nein, ach, verpiss dich. Oh Gott! Einfach runterrennen? Auch nicht. Auch nicht. Okay. Alle guten Dinge sind drei, jetzt schaffen wir es aber auf jeden Fall. Oh oh. Ja, das sind so Anfangsdinge halt, ne? Das ist... Eieiei.
Scheiße. Aber jetzt verstehen einige von euch vielleicht auch, warum man sagt, dass die Spiele von heute alle so weichgespült sind, ne? Das war damals, hast du dann noch echt Probleme mit sowas gehabt. Was aber auch gut ist. Was aber auch gut ist. Das hat ja, so ein Spiel ist ja, muss auch einen bestimmten Schwierigkeitsgrad haben. Und wenn man das hier mal vergleicht mit, auch wenn ich es sehr gut finde, Lego Jurassic World, ne, es ist Lego Jurassic World, hast du nicht wirklich die Konsequenzen, hast du da keine. So, hier hast du eine Konsequenz wegen jedem Scheiß, was du machst. Alles führt dich irgendwie zum Tod. Oh. Oh. Ich mag die heutige Grafik mehr, gibt gefühlt mehr Vielfalt. Hier fühlt es sich. Es ist ja auch ein Jump'n'Run. Es fühlt sich nicht nur so an, es ist ein Jump'n'Run. Dieses Spiel. Das war schon der zweite Tod eben tatsächlich. Nur heute versteift man sich zu sehr darauf, dass alles extrem realistisch und geil aussieht. Da ist so die Spielfalt wird erst danach irgendwie, hat erst den zweiten Rang. GTA mag ein geiles Spiel sein, aber auch da geht es in erster Linie darum, dass es irgendwie alles realistisch aussieht und ich weiß nicht, ich mag so Games mehr, wo ich halt auch, der Begriff zocken, das passt bei solchen Games einfach am besten. Das sind Games, die man wirklich zockt. Aber ist halt auch, wie gesagt, ich bin da vielleicht auch schon ein bisschen zu sehr in der Nostalgie-Schiene drin. Das kann ja gut sein. Und man lernt vor allem hier. Es hat schon so ein bisschen auch diesen Dark Souls-Effekt. Dass man einfach, je öfter man ein Level spielt, umso mehr kapiert man auch, was zu machen ist. Ja, das ist so dieser Lernprozess. Ich finde das cool, ich weiß nicht, ich mag das. Lego Jurassic World ist ja auch ein Kinderspiel. Das, du wirst lachen. Das hier ist auch ein Spiel, was eigentlich, also ich kannte das als Kind. Mein Bruder auch. Mein Bruder ist 5 Jahre alt, das heißt, wenn ich 6 war, da war er 11. Er hat das gespielt. Das war auch ein Spiel damals. Das war Jurassic Park als Spiel. Das war, da war es egal, ob für Kinder oder für Erwachsene. Das hast du aber auch als Kind gezockt. Ach fuck. Egal, nehmen wir das hier noch mit. Der scheiß Dilophosaurus, ey, ich krieg noch die Krise. Ja. So. Alle guten Dinge sind 3. Level 1 haben wir erfolgreich beendet. Das Passwort, was ihr da unten seht, könnte mal gerne einer von euch screenshotten. Wenn ihr das noch schafft rechtzeitig. Oder ich mach's selber. Damals gab es nämlich noch keine Speicherpunkte, das heißt, wir mussten uns diese Passwörter aufschreiben, um, wenn wir jetzt alle Leben verlieren sollten, direkt wieder ins Spiel reinzukommen. Oder eben in das Level reinzukommen. So. Jetzt sind wir nämlich im Elektro-Bunker, quasi der Bunker, in dem Ellie den Strom anmachen sollte. Soll das hier ungefähr darstellen. Okay. Und da oben links seht ihr schon den Kopf von einem Velociraptor. Die sind jetzt hier nämlich neu.
Und ich werde, obwohl ich weiß, dass das hier eine Falle ist, trotzdem mal gucken, was da hinten ist. Weil diese Falle wird ja nicht umsonst da sein. Doch, nichts ist hier hinten. Stabil. Und der Kompi springt und weicht sogar meinen Schüssen aus. Ah ja, wir sind jetzt quasi hier dem Dilophosaurier entkommen. Oder ausgewichen. Ich muss das nachher ausprobieren, wie das nochmal funktioniert hat. Oh Gott, ich kann da gar nicht rüberspringen. Moment. Kann ich nicht von hier da rüberspringen? Doch. Spiel ausgedribbelt. Ja, gut. Ach du. Ja, ey. Ich sehe ihn aber auch nicht. Dieses dämliche Drecksvieh, ey. Okay. Können wir hier einfach runter? Ei! Oh, ich darf die nicht so sehr verschwenden. Jetzt auch hier der Cliff an der Sache, man muss nach oben und nach vorne gleichzeitig drücken, um sich hier oben lang zu hangeln. Ach, der Hund trinkt. So. Okay. Och Mann, ey, das ist aber auch unfassbar, wie schnell die wieder leben. So, ich muss ganz kurz erstmal abchecken. Da muss ich wieder hoch, okay. Jetzt ist diese Kiste auch wieder weg. Ach Mann. Für Pixel-Dinos nicht schlecht. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber Gott sei Dank haben wir alle einen Screenshot gemacht. So. Mit dem nötigen Passwort, dass wir genau in diesem Level wieder einsteigen können. Und das werden wir jetzt auch tun. So, das Passwort lautet 219. Ich hab... Oder so. Oder so. Oder so, okay. Also Spooky, du bist anscheinend wieder am Start. Es wird Zeit, Wetten abzuschließen. Schaffe ich das Level jetzt beim zweiten Versuch oder sterbe ich? Geht schon gut los. Verwettet eure Punkte. Ui! Oh Gott, ey, ich bin doch eben erst hier lang gelaufen. Wie kann ich das denn schon wieder vergessen haben? Okay, da oben ist so ein scheiß Kombi, der mich jetzt bestimmt anspringt. Nee, auch nicht, okay. So, was hat's aber mit diesen Batterien auf sich, ist jetzt die Frage. Das muss ich gerade nur mal ganz kurz... Ich kann die nicht... Irgendwas hat's mit denen auf sich. Ich brauche die alle, um irgendeine Tür zu öffnen. Das war's, glaube ich, gewesen. So. Das wäre mein Moment gewesen. Verdammt.
Ach komm, was soll's, Risiko. Oh. Nein, oh, ach, es geht einfach nicht, solange der noch am Leben ist. Okay. Dann jetzt Beeilung. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schlafen, aber auf jeden Fall nicht zu lange. Muss ich da ein bisschen ranhalten. Auch der Strom könnte mich jetzt hier noch kriegen. Das wird später noch ein bisschen krasser sogar. Okay. So. So, wofür ist jetzt diese Kiste gedacht? Ich habe, glaube ich, vergessen, den Schalter unten noch zu aktivieren. Ne? Das Ding hier ist ja auch für irgendwas da. Okay, okay, okay. Lasst mich das mal ganz kurz hier ein bisschen erstmal verstehen. Ach, jetzt lebt der auch wieder. Es ist doch unfassbar. Ey! Vielen, vielen Dank für dein Stufe 2 Abo. Lieber oder Liebe, Nini PNG. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Für diesen seelischen Support und seelischen Beistand, den ich ja eigentlich gar nicht so oft bekomme. Wenn ich mir jetzt diese Abstimmung schon mal wieder angucke, wird das Level jetzt bei Versuch 2 geschafft. Ja, sorry. Wer jetzt hier Punkte für eingesetzt hat, das war nix, ne? Aber alle guten Dinge sind drei. Ich meine, letztes Mal haben wir auch 3 Versuche gebraucht für Level 1. Das wird jetzt hier auch klappen. Auch dieser blöde... Was mich nur so ein bisschen verwundert ist, wofür ist denn die zweite Kiste da? Also ich meine, ich check das gerade wirklich nicht. So, diese Kiste ist ja eigentlich dafür da, um da links hochzukommen. Ich zweckentfremde sie einfach nur mal. Übrigens auch jetzt hier. Die Physik in dem Spiel ist 1A. So, nutzt die schon mal hierfür. Ei, genau reingesprungen. Naja. Gut. Hier müssen wir jetzt diesen Dilophosaurus abknallen. Und auch den. Okay, um die... wir brauchen diese... Ja, wir müssen diese Kiste auf jeden Fall holen da oben. Oder habe ich einen Denkfehler und ich muss von der Kiste aus rechts rüberspringen? Ich bin so bescheuert. Rechts ist ein Aufzug. Warum sagt mir das keiner von euch? Da ist ein Aufzug rechts und ich muss die Kiste in den Aufzug... Ah, wie dumm. Also... Manchmal muss man einfach auch versuchen, sein Gehirn zu benutzen. Aber, neue Abstimmung, sieht schon wieder besser aus jetzt hier, ne? Das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. So. Okay, rechts lang kann ich, konnte ich nicht, ne? Das war so ein Ding. Wieso habe ich jetzt die Kiste gebraucht? Um hier hochzukommen. Geht doch auch so. Ah ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Perfekt. Und du verschwindest jetzt. Ich denke nicht, das ist sehr, sehr freundlich. Das schafft er. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ach du Scheiße. Okay. Alles in der Kontrolle. Ich habe die volle Kontrolle über das, was ich hier tue. Ich muss hier rüber. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich muss da ganz hoch, ich muss da ganz hoch, ich muss da ganz hoch. Ja! Aha. Die sehen vor allem, wenn die da liegen, aus wie so Chicken Wings. Veloci-Chicken. Oh, die stehen aber schnell wieder auf. Die Veloci-Chicken sind ruckzuck wieder auf den Beinen, da muss man aufpassen. Ach, ich liebe dieses Spiel. So.
Ich meine, die Kombis, und das hier ist sogar sehr film- und buchgetreu, können mich wirklich nur angreifen, wenn ich mich auch bücke. Und ich glaube, das hat einen Grund, warum jetzt diese Tunnel kommen. Oder ein Truthahn. Ja, ein Truthahn ist natürlich die perfekte Metapher jetzt hier für das, was Alan Grant in Jurassic Park sagt. Zu nicht Owen Grady. Warum ist hier eine Leiter, wenn es da nicht unten lang geht? Der wollte mir gerade eine Kopfnuss geben. Tja. Das war mehr Glück als Verstand. Hoppla. Wir nähern uns übrigens dem Tyrannosaurus Rex. Und ein kleiner Spoiler an euch, es gibt dann einen Jumpscare, der euch wirklich die Schuhe ausziehen wird. Also wer sagt, er will heute Nacht eh nicht mehr schlafen, kann ruhig am Ball bleiben. Wenn euch euer Schlaf aber lieb ist, boah, macht jetzt am besten aus. Was war denn da unten? Da war Munition, glaube ich. Ja, nee, ein Medipack, das hole ich mir aber auf jeden Fall, alles klar. Auf Alan Grant. So. Ach, das Bock, Retro-Spiele zu zocken, das ist so geil. Warum sollte man... Ah ja, okay, gut, ich muss oben lang. Ah ne, da ist nur einer. Aber, wie komme ich denn da oben? Gar nicht mehr komme ich da rein, oh Gott. Schnell weg hier. Der steht aber ruckzuck wieder auf, dieser kleine Penner. Oh Gott. So. Der ist schnell unterwegs hier, der Gute da unten. Auch eine Sache, was an dem Spiel natürlich super cool ist, die Saurier hier sind eine echte Gefahr. Das heißt, du hast hier wirklich Regatt vor den Dinosauriern. Hallo, Hallo Fregatte 00. Du bist auch das erste Mal hier im Chat. Schön, dass du am Start bist. Als ob schon vor so langer Zeit jemand dachte, ach komm, ich mache einen Jumpscare in ein Spiel rein. Jumpscares gab es schon damals, ne? Also wir reden ja nicht von der Steinzeit, Mann. Jumpscares gibt es schon, seit es Horrorfilme gibt. Und die gab es schon in Schwarz-Weiß. Also Jumpscares ist nichts, was irgendwie erst in den 2000er Jahren erfunden wurde. Man nannte es vielleicht damals noch nicht Jumpscare, das kann gut sein. Aber der Effekt sollte mit Sicherheit trotz allem ein Überraschungseffekt sein, der den Zuschauer erschreckt. Das denke ich schon doch. Achso, und da ist ein Aufzug. Oh. Sehr belastend, wenn man so weit kommt und einfach denkt, dass man jetzt bald sterben kann. Mir ist kein Name eingefallen. Der Name ist gut, der Name ist super. Warum heißt eigentlich niemand von euch Grant 7358 oder so? Wir müssen uns jetzt alle umbenennen. Oh Gott. Ja, warte mal. Das ist aber eine Verschwendung. Wie viel habe ich denn noch von diesen Granaten? Okay, doch nicht. 26 geht vollkommen klar. Tschüss. Oh, wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Er ist nicht da, ne? Ey. Jetzt aber, komm her. Ja, zack. Ich höre noch einen. Hoch oder runter ist jetzt die Frage, ne? Ich gehe erstmal ganz kurz hoch, weil ich... Ah ja, ich glaube... Oh Gott. Ja. Da geht es nämlich nur um das, was auch mal da oben liegt. Das sind Granaten, die hole ich mir aber... Wie komme ich an dem jetzt vorbei? Kann ich auch springen und werfen? Ja. Naja. Easy. Ich weiß, dass die schon lange... Warte, ich muss kurz... Ich muss irgendwo hin, wo ich sicher bin, bevor ich irgendwas vorlesen kann. Schon lange gibt, aber mir war nicht klar, dass man das damals schon unbedingt Videospiel packen... Ich glaube, also wenn du das gleich siehst, das würde ich jetzt nicht umhauen, aber das war schon da. Man sieht es halt eben nicht kommen.
Und der Effekt ist natürlich, wie bei einem Jumpscare auch, dass man sich halt kurz erschreckt oder zumindest denkt, ach du Scheiße. Ich lasse den da mal am Leben da oben, weil ich gütig bin. Und Angst habe. Aber in erster Linie, weil ich gütig bin. Aber ich habe nur einen Lebensbalken fast. Und hier kommt jetzt ein Raptor. Ne? Da auf jeden Fall. Und der springt. Ah, er kommt von hinten. Das ist ja krass. Ich hasse diese Velociraptoren. Weil der auch gleich wieder angerannt kommt. Oh, halt die Klappe da hinten, ey. Ist ja schlimmer, als andauernd Eric zu schreien. Dieses. Die Lophosaurier begleiten uns aber hier in dem Spiel bis zum letzten Level, glaube ich. Ich glaube, die sind immer so die normalen Gegner. Okay. Sind das etwa Schritte, die wir da gerade hören? Nein, das müssten aber Schritte von einem sehr großen Tier sein. Nein, das glaube ich nicht. Da müsste ja ein ganz großes Tier irgendwie in dieses Gebäude reinkommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss jetzt ganz kurz überlegen. Ach, scheiß drauf, wir gucken uns einfach jetzt an. Die super geile Animation. Bam. Das war früher, war das schon erschreckend. Erzähl mir doch nichts. Allein, dass du vorher schon diese Schritte hörst, aber nicht wirklich zuordnen kannst und auf einmal knallt dann der T-Rex durch die Wand durch. Natürlich war das früher schon als Jumpscare gedacht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. So. Wenn ich jetzt gefressen... Bin ich gerade gestorben? Aber warum? Nee, ich bin woanders rausgekommen. Das habe ich ja noch nie geschafft. Was ist das denn jetzt? Hä? Wo bin ich denn reingesprungen? Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Wenn ich vom T-Rex, der kommt nochmal vor, keine Angst. Also der T-Rex ist quasi hier der Endboss und wir müssen jetzt einen Weg finden, eine Tür zu öffnen, die unten beim T-Rex eigentlich abgebildet war. Wenn der mich frisst, ist immer ganz witzig, dann fliegt nur noch Dr. Alan Grants Hut so rum. Das sieht immer ganz cool aus. Aber da ich halt extrem viel Skill mitbringe in dieses Spiel, wird es halt nicht passieren, dass ich sterbe. Tut mir leid dafür. Nee, ich bin ich doch gestorben? Nee. Kann ja nicht sein. Aber hier war ich schon. Wo bin ich denn gerade hingesprungen? Okay, das müssen wir auf jeden Fall nochmal... Was? Also wenn der Rex jetzt noch da... Oder wartet mal, ich kann mal gucken, ob hier oben jetzt wieder die... Ach du blödes Mistvieh, ey. Ich hasse diese Tiere. Nee, es ist immer noch... Das ist wirklich wieder neu da. Wie kann man denn beim Springen sterben? Was ist das denn schon wieder? Ja, den T-Rex kannst du ganz einfach umgehen, indem du ihm eine Granate ins Gesicht wirfst, dann bewegt er sich nicht mehr und dann kannst du an dem vorbeilaufen, auch ganz normal. Nur ich wollte eigentlich an ihm vorbeispringen und auf die andere Plattform drauf springen. Aber scheinbar darf ich auch nicht in ihn reinspringen. Oder keine Ahnung, was da eben gerade passiert ist. Jetzt kommt der Arschraptor wieder. Der gibt mir einfach einen Roundhouse-Kick. Musst du dir halt mal überlegen, ey. So, schnell weg, weil der rennt mir hinterher, meine ich, oder? Nee. Ist das der da oben? Okay. Halt doch die Schnauze. Ähm.
Ist er jetzt verreckt oder nicht? Ja, oder? Anscheinend schon. Ich habe keine Ahnung. Kann man nicht einstellen, dass man alles freigeschaltet hat und unendlich Geld hat? Du meinst jetzt bei Jurassic World Evolution kannst du das einstellen, na klar. Da kannst du den Sandkastenmodus aktivieren. Ich bleib jetzt mal hier unten. Und schon bin ich weg. So. Da kann ich auf jeden Fall runter, ohne dass mich irgendwas tötet, ne? Sollte zumindest funktionieren. Halt die Klappe. Sehr gut. Aber ich muss doch über ihn drüber, jetzt sowieso. Jetzt habe ich auf den Schalter gedrückt und jetzt muss ich doch über ihn drüber. Wieso bin ich denn eben gerade dabei gestorben? Kann mir keiner erklären, ne? So. Hä? Ja, aber so ist das richtig. Also ne? Wisst, wie ich das meine. Neues Passwort. Jetzt kommen wir in mein früheres Lieblingslevel, was aber sehr wahrscheinlich schon das Granit sein wird, das wir heute in diesem Spiel hier erreichen. So. Und dieses Level basiert auf einer rausgeschnittenen Szene aus Jurassic Park 1, in welcher der T-Rex hätte auftauchen sollen im Wasser. Und ich finde, das ist schon damals ein unfassbar schönes Level gewesen. Ah, schön. Und die Musik auch dahinter. Es ist schon geil, ey. Ist schon geil. Guten Nachmittag. Wie geht es euch? Ich glaube, Nachmittag ist falsch. So. Bitte hat er Embryosaft eingelöst. Alles klar. Finde ich auch sehr gut, weil ich habe durch den Kaffee jetzt sowieso echt voll den trockenen Mund. Und vor allem habe ich hier keinen Platz. Was geht denn gerade ab? Ich habe das doch eben irgendwo stehen gehabt. Jetzt geht's. So. Super, und dir, Sir Kaiju von Verse. Mir geht's auch sehr, sehr hervorragend. Vorzüglich, vorzüglich. Ah, okay. Moin, The Nightmare 42. Schön, dass du auch am Start bist. Soll Tobi mal Jurassic World Evolution 2 im Sandkastenmodus spielen? Ach, das ist... Ich muss mich voll an eure blöden Belohnungsdinger jetzt gewöhnen. Ich denke, als das wäre im Spiel, was da gerade passiert. Was wurde denn jetzt aktiviert? Dominion schon wieder. Oh Gott, ey, macht's mir aber nicht leicht. Eine Eigenschaft von Dominion, die mich noch mag. Ich mag das Design, doch das Design vom Pyroraptor ist mit das geilste Raptorendesign. Und das von Ghost, den man nur 2 Sekunden sieht. Finde ich geil. Ja, aber die beiden, die du jetzt eingesetzt hast, die ergeben sich ja in einem Sinne. Wenn ich was Positives sage über Dominion, kann ich ja nichts Schlechtes über Dominion sagen. Deswegen solltest du vielleicht nicht die beiden Sachen miteinander kombinieren. Ja. So. Fangen wir mal an. Jetzt fragt ihr euch sicher, Tobi, ist überhaupt unendlich viel Sprit in diesem Boot? Gute Frage, Chat. Die Antwort ist nein. Ich muss Sprit einsammeln. Auf euch. Ja, gut. Sehr guter Jahrgang. Und ich muss auch, wenn Wasserfälle kommen, muss ich Gas geben. Sonst falle ich da runter und bin tot. Wird auf jeden Fall geil, das Level. Ach, scheiße.
Genau. Das heißt, wenn ich mich recht entsinne, muss ich jetzt hier... Oh, dieses Level ist so unten durch bei allem, was man jemals gemacht hat. Ich muss hier raus. Oh Gott. Die Kamera ist auch super in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch in dieses Boot wieder reinkomme. Ich wüsste zumindest nicht wie. Das wäre jetzt natürlich dumm, ne? Aber ich glaube, ich habe es damit schon verkackt. Ich hätte das Boot früher abstellen müssen. Moment. Lasst mich... Ah, es geht doch. Ich habe so Angst, dass ich gleich sterbe. Oh Gott, ich muss da wieder rein. So. Habt ihr das gesehen? Ich bin ein halber John Wick, ey. Das ist ja wirklich... Unfassbar. Wer das jetzt hier nicht geklippt hat gerade, der hat auf jeden Fall... Und Gas geben, Gas geben, Gas geben, jawohl! Oh Gott. Oh Gott, ist das fies, ey. Dieses Level ist so im Arsch und ich habe irgendeinen Kanister, ich habe zwei Kanister verpasst. Ach nee, ich muss die jetzt erst holen. Spitze. Da oben ist ein Raptor. Er kommt, er kommt, er kommt einfach auf mich zu. Okay. Aber zwei Kanister ist doch sehr gut. Auf jetzt, du halbes Hühnchen, steh auf. So. Okay. Okay. Ja. Habe ich nicht kommen sehen. Ich gehe einfach nochmal auf Passwort. Das habe ich vorhin genauso gemacht. Und gebe einfach mal die... Ich habe... Wahrscheinlich brauche ich das Passwort nicht mal einzugeben. Das ist schon... Es ist automatisch gespeichert. Aber es ist falsch. Das ist das falsche Passwort. Oder? Bin ich doof? Nö. Nee. Okay. Wirst du auch Jurassic Park Trespasser spielen? Ich hab's noch nie gespielt, aber ich werde das noch zocken. Ich hab da echt Bock drauf, weil das soll gar nicht so verkehrt sein, zumindest von der Story her, vom Gameplay. Gameplay. Vom Gameplay her soll es wohl ein bisschen happig sein. Mal gucken. Oh, wow, das war saudumm. Yeah. Seht ihr, ich lerne jetzt schon dazu. Direkt. Mhm. Fast zumindest. Also manchmal lerne ich dazu. Manchmal auch nicht. Den T-Rex da unten habe ich echt nicht kommen sehen. Das heißt, ich muss, wenn ich rüberspringe, schon eine Granate werfen. Und dann kann ich erst rüberspringen. Punkte bekommen ist nice. Was macht das mit den Tyrannodons? Dann spielst du ein kleines einen kleinen Kurzfilm ab, oben rechts in der Ecke. Mit Tyrannodons. So, und ich muss jetzt hier rüber. Ne? Ja, genau, das war's. Eieiei, oh Gott, ey, das ist... Das hier ist so eine Stelle, die ist ruckzuck ist die vorbei. Jemand will einen Glückskeksspruch für heute, alles klar. Du willst einen Glückskeksspruch, mal gucken. Das wird dein Spruch für heute auf jeden Fall werden. Der wurde eingelöst vom lieben Beta tatsächlich, ui, okay. Dann machen wir mal hier die Glückskeks-Cam an. So. Das ist noch ein alter Spruch. Du bekommst jetzt deinen neuen Glückskeks-Spruch. Für Beta.
Du kannst, du willst, du musst, am besten, du hast Lust. Ja. Ist das eine Weisheit? Das ist eigentlich keine Weisheit, oder? Das ist einfach ein Reim. Okay. Aber jetzt hast du hiermit deinen Glückskicks-Spruch des Tages, lieber Peter. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Und ich hoffe, du hast Lust, weil du musst. Gut. In diesem Sinne geht's jetzt hier weiter mit dem Bootslevel aus Jurassic Park für die Sega Mega Drive. Mit der super Kameraführung. Übrigens müsst ihr einfach mal bedenken, dass ich sehe gerade mehr unten, also unterhalb von mir, als ich wirklich von meinem eigenen Bild, was ich sehen müsste, sehe. Müsste die Kamera nicht wesentlich weiter oben sein? Ist aber egal. Das war damals echt scheißegal. Ah. Zack, den habe ich erwischt. Das mit diesem Boot, das sich umdreht, ist immer so... echt schwierig, echt schwierig. Ich sollte auch vielleicht nicht so viel Gas geben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo eigentlich auch mein Benzin sehe. Oh nein. Ah, ich hab's nicht gekriegt. Ich hab's nicht gekriegt. Oh Gott, ich hoffe, es reicht noch. Ich hoffe, es reicht noch. Wenn es jetzt nicht reicht, bin ich tot. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Ach so, Moment. Wie dumm. Nicht getroffen. Auch okay. Das heißt, ich habe das gar nicht gebraucht, oder was? Das eine da unten. Ja, warum ist denn dann da? Oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Schnell! Ach du, ja, er beißt mich einfach. Wie oft gerade? 7 Mal? Achso, ich muss hier gar nicht lang, ne? Ich muss darüber jetzt zum T-Rex. Okay. Das heißt, springen und werfen, springen und werfen. Kriegen wir hin. Oh Gott! Meine Frage an euch jetzt, Chat. Wie, was muss ich da jetzt machen? Weil Alan Grant der Hauptcharakter in Jurassic Park ist. Und deswegen macht es Sinn, dass man schon Alan Grant spielt. Und nicht irgendeinen Nebencharakter. Das war so echt nicht geplant eben. Das war echt nicht so gedacht. Ich würde sagen, wir versuchen noch einmal dieses Level jetzt zu knacken und danach switchen wir mal um zum Velociraptor und zu der Kampagne vom Velociraptor. Was haltet ihr davon? Wie kann man bei dir auf YouTube eigentlich eine Mitgliedschaft aktivieren? Weil ich kriege es irgendwie nicht hin, aber wenn ich den Link dafür klicke... Kanalmitglied kannst du unter dem Community-Tab werden. Wenn du auf meinen Kanal klickst und dann hast du diese Leiste oben, wo verschiedene Punkte sind. Videos, Playlists und so ein Kram. Und da gehst du auf Community. Nee, da kommst du dann direkt auf Kanalmitgliedschaften. Und da musst du dann einfach nur draufklicken. Das Zuschauen ist schwer genug. Ja, ich habe gerade auch echt... Verzweiflungsanfälle. Ich weiß nicht, wie ich jetzt aus dieser Stelle von eben gerade, wie ich das packen soll. Weil ich müsste ja rückwärts runterfahren, aber er dreht sich automatisch vor dem Fallen in Fahrtrichtung nochmal um. Deswegen weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Thank you.
Okay, ich weiß jetzt, ich muss da zwar nicht hin, aber ich will's aus irgendeinem Grund. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ah, komm. Das war aber eben dumm. Dumm war das schon wieder, weil ich nicht aufgepasst habe. Vor lauter Selbstloben nicht aufgepasst. Kennt ihr das, wenn man einfach, je öfter man ein Level spielt, umso schlechter wird man einfach? Ich habe das Gefühl, das tritt jetzt gerade einfach ein. Ich könnte ihn allerdings vorher im Boot einfach abschießen da oben und dann erst runterfahren. Das wäre eine Idee. Oh mein Gott, war das schon wieder knapp. Vor allem mal ganz ehrlich, wie tief kann das Wasser da gerade sein? Wie tief kann das maximal sein? Und Grant geht da einfach unter. Neben Abonnieren steht das. Darf man das fragen? Frage. Darf man reinjoinen bei dem... Du darfst immer in Discord rein, natürlich. Darfst du in den Discord-Server rein. Definitiv. So, lasst mich jetzt hier gerade nochmal rausjumpen. Rausjumpen! Ich kann... Ey! Gott, ich krieg Ausschlag von dem Spiel. Immer warten, bis der wieder aufsteht. So. Und jetzt hier direkt umdrehen. Er dreht sich aber automatisch um. Er dreht sich automatisch weg. Ich habe, bin beigetreten. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Ihr müsst das nicht machen, ne? Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich wette, das ist wieder so ein Kniff, den müsste ich mir irgendwo auf YouTube mal anschauen, wie man das schafft. Ihr könnt ja mal ganz kurz, wenn ihr Bock habt, auf YouTube eingeben. Jurassic Park Sega Level 3. Und dann mal gucken, wie das die Person packt. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Ich raff's gerade nur einfach nicht. Weil er dreht sich automatisch um. Das war jetzt hier gerade schon knapp. Und das Problem bei der Stelle ist ja, dass Grant... ich habe ja nicht mal die Chance, mich umzudrehen, weil ich fliege ja direkt mit dem Boot auf diese Scheiße drauf. Oder ich muss gar nicht darüber springen. Oder ich muss mit dem Boot den Wasserfall runterfahren. Ich weiß es nicht. Wäre cool, wenn jemand mal kurz nachschauen könnte. Ich meine, hiernach haben wir eh noch ein Leben. Und mir dann bis zum dritten Leben Bescheid sagen könnte. Es sei denn, ich schaff's jetzt aus irgendwelchen Gründen, was ich aber irgendwie ganz glaube. Nein, nein, lassen wir sein. Oh Gott, das war knapp. Weil auch, echt, manchmal ist das alles sehr, sehr seltsam. Ich will das noch einmal versuchen, dieses Level. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Ey, wieder nicht aufgepasst. Ich denke gerade alles über diese Stelle nach, wie man da von vorbeikommen sollte. Es geht ja im Prinzip gar... Ich bin eben gerade nicht so weit geflogen, weil ich einfach nichts gedrückt habe. Wenn ich... Ah, ich glaube, ich habe eine Idee, wie das sein könnte. Aber auch das wäre halt sauknapp. Ich muss das einfach mal ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Oh Mann! Ich wollte es einfach nochmal versuchen. Das ist ein Level hier.
Aber so war es halt früher gewesen. Da hast du halt wirklich an einem Level einfach mal länger festgehangen. Du hast dann wirklich erstmal versucht abzuchecken, was sind jetzt deine Optionen, die du hier hast. Also was sind jetzt die Möglichkeiten. Schon wieder nicht. Ich will da jetzt hoch, verdammt nochmal. Ich nehme jetzt einfach die stärkeren Schüsse. Die habe ich ja auch noch dabei, ne? Ja, 44 sogar. Und dann muss ich nur einen Schuss abgeben, dass der Dilophosaurus flach liegt. Und das machen wir jetzt auch genauso. Jetzt gibt's hier Rampage Allen. Ja, schon wieder sehr knapp. Ja. Mal ein Wasser trinken ist eine super gute Idee. Von Beta. Beta haut Punkte raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich werde mir da übrigens in Zukunft auch einfach mal so eine Flasche mit Ingwersaft hinstellen. Ich liebe ja Ingwersaft. Du hast noch 3,3000. Habe ich zu viele Punkte deaktiviert eigentlich? Lass mich mal ganz kurz schauen, ob ich Punkte aktivieren sollte wieder. So, was haben wir denn deaktiviert? Die Musik? Nee, das habe ich noch nicht. Das passt auch nicht. Nee, das passt alles so. Man könnte die zwei nochmal aktivieren. Okay. Gut. Weiter geht's. Wie ich sehe, schaut gerade keiner von euch nach, aber vielleicht schaffe ich es ja auch so rauszufinden, wie das funktioniert. Ich habe ihn nicht getroffen, aber es trotzdem geschafft. Jetzt natürlich die Frage, komme ich jetzt auch wieder ins Boot rein? Ha, ha, geil. Scheiße. Nein, bitte nicht. Ich dachte, das Boot verschwindet gerade wieder. Aber ich verstehe auch immer noch nicht, wie ich das Boot beeinflussen kann. Und kann ich hier runter? Nee, kann ich natürlich nicht. Das zerbrecht ja das Boot dann in zwei Hälften. Aber ich finde nicht umsonst... Ich finde doch jetzt nicht umsonst zwei Kanister. Nur um dann das Boot wieder zu wechseln und dann woanders ein. Das kann ja nicht sein. Was will das Level jetzt von mir? Versteht ihr meine Diskrepanz dabei überhaupt? Versteht ihr das? Ich glaube nicht. Ey, was? Ich check's nicht. Es ist mir gerade echt viel zu hoch. Okay, wir müssen nochmal darüber und einfach mal gucken, was der Tyrannosaurus Rex dazu zu sagen hat. Oh oh. Schlaf weiter. Jetzt einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Wie wenig Skill musst du in deinem Leben haben, um da drüber zu springen? Ach du Scheiße. Da ist ganz Böses im Busch, ja. Aber wie wenig... Ach du dämliches... Eieieiei. Also wenn du so wenig Skill hast, dann kannst du nicht mal die Schuld auf das Spiel schieben. Ist ja krass. Wieso bin ich da nicht einfach reingelaufen? Über ein stehendes Boot zu springen, ey. Das ist, als würdest du mit einem Fahrrad gegen ein parkendes Auto fahren. Ach du Scheiße. Leute. Was kommt? 10 von 10 Punkte. Es war wirklich extrem dämlich gewesen gerade, ne? Das war wirklich mitunter die dümmste Aktion, die ich heute gebracht habe. Wir haben noch gar nicht so viel gezockt.
Da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Okay, ich krieg das diesmal aber wirklich. Das Ding ist, ich könnte es einfach weglassen. Ich muss das ja nicht einsammeln. Aber aus Prinzip will ich alles einsammeln, was mir über die Leber läuft. Das Ding ist ja, aber ich brauch's halt echt nicht, ne? Da hinten liegen halt nur noch Granaten höchstens und das war's. Aber mehr brauche ich ja nicht. Ach, deswegen treffe ich ihn auch nicht. Ja, natürlich nicht. Okay. So, ab hier brauche ich dann... das Ding ist, das Wasser entscheidet ja, wo ich langfahre. Und ich glaube, diese Tanks brauche ich nur, wenn das Wasser in entgegengesetzte Richtung fließt. Damit ich dann dagegen schwimmen kann. Logischerweise. So. Aber ich muss irgendwie... Ich muss erstmal irgendwie darüber kommen, bevor ich jetzt große Pläne hier schmiede. Und am Ende klappt es dann eh nicht. Also... Nein, du bleibst da gefälligst liegen. Ach du Kacke, ist das dumm gewesen. Ich muss einfach mich nur runterfallen lassen und danach links drücken rechtzeitig. Das ist der ganze Zauber dahinter. Das ist der Zauber dahinter. Oh. Oh, war gar nicht so dumm, alles klar. Ey, ich krieg Schwangerschaftsstreifen von dem Spiel, ich sag's euch. Jetzt kommt die nächste davon. Nein, bitte nicht. Es ist doch nicht euer Scheißernst, dass das jetzt nochmal kommt. Jetzt klappt's aber nicht. Wir beenden dieses Level heute noch. Das Level wird heute noch beendet. Hör auf, so provokant zu klatschen. Ich werde dieses Level heute noch erfolgreich beenden. So. Ich meine, der Anfang klappt ja auch reibungslos. Bis auf den Moment, wo ich diesen einen Tank nicht krieg gleich jetzt, weil das ist mir zu blöd. Das schaffe ich nicht. Obwohl, vielleicht so. Ah, war jetzt nicht perfekt. Ich habe das schon mal besser hingekriegt, aber ist okay. So. Dann hier einfach wieder nicht dagegen lenken, einfach nur fallen lassen. Was aber auch immer knapper wird. Seltsamerweise. Ah, nicht getroffen, auch gut. Und jetzt muss ich... Ich spiele schon wie ein Pro zum Teil, muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Muss man schon mal loben. Aber es lobt ja keiner. Es wird immer nur gesehen, was schlecht ist. Ich habe einfach ganz kurz vergessen, auf welchen Knopf ich angreife. So. Nein, ich spring. Nicht Ellen, du dämlicher Vollpfosten-On. Ich wollte eigentlich eine Granate schmeißen und ich spring einfach. Das ist Level 3, müsst ihr euch überlegen. Es gibt, glaube ich, 7 oder so. Nee, so viele gibt's gar nicht. Es gibt sogar nur 6 Level in dem Spiel. Ja. Kann sein, dass es sogar nur 6 Level in dem Spiel gibt. Aber darüber kann ich noch gar nicht nachdenken. Wir sind ja noch hier in Level 3. Er trifft mich, natürlich trifft er mich. Der trifft mich nochmal. Das ist, ey. Oh. Oh, das war aber jetzt hier dumm gelaufen gerade, ne?
Der hat mit seiner Spucke hat er einfach meine Granate abgeblockt, ey. Oh oh. Ey, wie kann ich das denn beeinflussen? Erklärt mir das bitte mal jemand. Ich muss wieder in den Rampage-Ellen-Modus gehen. Ach du dumme Scheiße, ey. Keine Ausdrücke jetzt hier bitte im Chat. Bitte keine Ausdrücke verwenden. So. Meine Munition bekomme ich übrigens auch nicht mehr zurück, wenn ich sterbe, ist mir eben aufgefallen, ne? Dieses Level ist wirklich die reinste Hölle. Ich muss ganz kurz weiterspielen, bevor der wieder aufsteht. Ey. Da wäre für mich allerspätestens Schluss gewesen. Nee, bei sowas musst du halt am Ball bleiben, Mann. Du kannst ja nicht einfach immer aufhören, wenn irgendwas schwierig wird. Das ist eine schlechte Einstellung, bei allem. Dieses Spiel repräsentiert dein Leben. Musst du dir überlegen. Da gibst du nicht einfach auf. Flippst halt mal kurz aus zwischendurch, ja. Das auf jeden Fall. Zertrittst irgendwas aus Zorn. Das kann passieren, ja. Aber aufgeben, ne. So, ich drücke jetzt ja nicht. Ich drücke einfach nichts. Du kannst jetzt nicht so weit fallen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß nicht, wie man das beeinflusst. Ich hätte gerade fast schon wieder auf Springen gedrückt. Man sollte meinen, gerade hier, wo man die Tasten selber belegen kann, sollte man die einfach so legen, dass man auch rafft, was man drückt, ne? Gerade hier wird es Sinn machen. Aber ich sehe es einfach nicht ein. Halt die Klappe. Oh oh. Okay. Hier. Stirb. Ich bin, ey, ich hab's, ne? So, ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was jetzt noch passiert. Ich weiß es halt wirklich nicht, aber ich glaube, ich muss da hoch aus irgendwelchen Gründen. Das Ding ist, ich muss da, glaube ich, wirklich hoch. Ich hätte nur an den Rand springen müssen und nicht nach außen. Ich will, dass wir dieses Level... Ich lass euch mal abstimmen. Wo ist denn Spooky? Spooky, lass mal die Leute abstimmen, ob ich dieses Level noch schaffen soll. Ich bin dafür ja. Doch, natürlich. Doch, meine Ansprache eben gerade von nicht aufgeben, bin ich einfach jetzt hier für ja. Wir beenden dieses Level. Klappe. Aber ich bekomme meine Pfeile wirklich nicht wieder zurück. Das heißt, es wurde darauf geachtet, dass man ja nicht zu viel Munition hat in dem Spiel. Geil. Musste ich tun? Musste ich tun? Oh Gott. Ach, ich dachte, da oben liegen rote Pfeile. Scheiße, musste ich doch nicht tun. Ist ja auch wurscht. Nichts drücken. Wenn man nichts drückt, dann fällt der einfach früher runter, meine ich. Der fährt nicht bis ganz zum Ende, nicht ganz bis zum Rand nach hinten. Wer hat gesessen hier? Das war mehr als ein Schuss. So. Klappe. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, weil er lebt jetzt ja gleich eh wieder, ne? Haben wir herausgefunden.
Okay. Ich muss da auf jeden Fall hoch, ich bin mir recht sicher. Na, das. Aber wieso. Ah, ich hätte. Warte, warte, ich brauche das, aber ich kann da nicht einfach nur vorbei. Ich muss. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war, was ich hier mache, aber da kann ich vielleicht hoch. Ist das das Lösungs. Das Wegeslösung? Nee, ne? Nein. Das war eigentlich gar nicht so dumm, obwohl das, glaube ich, nicht Sinn und Sache war. Aber. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen gerafft, wie das funktioniert, aber ich weiß nicht, ob ich hätte da oben drauf springen müssen. Ich glaube schon. Lass mich mal lieber hier die Waffen wieder nehmen. Oh, verpiss dich, ey. Ich habe jetzt keine Lust auf so komische Geflügeltiere. Ich muss gerade erstmal hier mein eigenes Leben verstehen. Da unten ist schon wieder so ein Tyrannosaurus Trizitroklotz. Ja, das war, weiß ich nicht. Ich glaube, das war richtig, aber es war dumm umgesetzt. Wir verschwenden da jetzt keine Pfeile mehr. Zumindest keine roten Pfeile mehr. Ey, er trifft mich einfach immer. Für diese blöden Viecher hier. Generell nur noch die blauen Pfeile werden jetzt benutzt. Das sind die. Okay. Na, lassen wir mal lieber sein. Und ab jetzt brauche ich dann zum Beispiel wieder keinen Treibstoff mehr. Es ist wirklich, es ist wie es ist, ne? Von wann ist das Spiel? Das Spiel ist aus dem Jahr 1991, glaube ich. Ich glaube, das Spiel kam zum Film raus, was Sinn ergeben würde. Ich habe es damals für die Sega Mega Drive gehabt. Oh Gott. Lustigerweise ist, Sekunde, kurze Konzentration. Ich habe auch auf diesem Kanal hier mal Sonic the Hedgehog 2 komplett live durchgestreamt. Und als Kind war dieses Spiel auch unfassbar schwer. Im Stream dann aber bin ich mit dem Spiel saugut klargekommen und hab's in einem Stream durchgezockt komplett. Hier ist es genau wie meine Erinnerung, das Game. Es hat sich nicht verleichtert. Es ist auf jeden Fall noch genauso schwer, wie ich eine Erinnerung habe. Will ich damit nur sagen. So. Ich mach's einfach genauso wie eben gerade. Ich gehe da nicht hoch. Ne, lassen wir das mal schön sein. Oh. So. Obwohl da sind rote. Warte mal, kann ich hier einfach hochspringen und die einsammeln? Nee. Oh, hab ich nicht mal gemacht. Nee, macht er nicht. Natürlich macht er es nicht. Was eine Scheiße. Und hier kann man dann aber schön rausspringen. Und jetzt meine ich sogar, du kannst hier unten lang fahren. Das funktioniert tatsächlich, aber wir machen es nicht. Ne, ich dachte, da war eben irgendwas. Da kann ich da runter. Ist auch wieder. Ich weiß es halt echt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ach Mann. Ich fahre da einfach jetzt mal runter, oder? Wir probieren einfach jetzt mal aus, ob das funktioniert. Ich weiß es aber nicht. Weil dann kommen wir wieder zu einem T-Rex und der, schade. Könnte uns auch den Gar ausmachen, aber ich glaube, unten lang fahren ist gar nicht so dumm.
Hab nochmal geschaut, von 93 ist das Spiel. Ja, natürlich 93, sorry. Der Jurassic Park kam auch erst 93 in die Kinos, ne? Ich weiß nicht, warum ich als 91 sage. 93, ja. Zum Kinostart von Jurassic Park. Einfach mal hier durchhacken jetzt, weil wir ändern ja eh gleich das Boot. So. Raptoren kurz vollpumpen mit Pfeilen. Sehr schön. Ach, da runter geht. Da komm, nee, das machen wir nicht. Wir wissen ja, dass es hier oben lang geht, von daher ist alles gut. Klappe. Oh oh. Ich glaube, ich müsste eigentlich da hochlaufen und dann von da oben darüber springen. Ich glaube, das würde funktionieren. Ja, weil hier macht er es nicht. Da lässt er mich nicht durch. So. Da oben war ein Medikit, habe ich eben gerade gesehen. Wäre auch nicht schlecht, wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, was sehr wahrscheinlich passiert, hole ich mir danach da oben das Medikit. So. Ich gehe jetzt den T-Rex-Weg. Das machen wir jetzt einfach mal so. Darunter. Aber da muss ich die Waffe wechseln. Ja, es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich. Oh. Halt. Er trifft mich. Krise. Okay. Leute, wir sind auf dem nächsten Weg der Besserung. Schnell. Nicht so schnell. Ich hasse dich. Ich hasse... Wieso bin ich eigentlich gerade gesprungen? Was für ein dämlicher... Es ist einfach... Ich denke jedes Mal, ich muss das so machen. Und jedes Mal habe ich die falsche Entscheidung getroffen. So, ihr Lieben. Ich hole mir jetzt gerade mal kurz noch einen Kaffee. Und gehe mal ganz kurz... Wir machen mal ganz kurz so eine Pinkelpause, finde ich, ne? Das Spiel ist auch schwer in den Leveln, ja. Ja. Aber dafür gibt es auch nur sechs Level, glaube ich. Da passt es schon. Es macht schon Bock, oder? Wenn man das ist jetzt mal ganz ehrlich, wenn man das immer wieder anfängt, man das Level immer mehr versteht, das macht schon Spaß. Da muss man sich irgendwie halt reinfuchsen in das Spiel. So, ich gehe jetzt mal aufs Klo. Hol mir noch einen Kaffee. In der Zwischenzeit spiele ich euch mal was Schönes ab. Das Tyrannodon-Kurzvideo habt ihr hier mal ganz kurz. Und dann bin ich gleich wieder da. So, bis gleich.
So. Weiter geht's. Nur kurz verschnauft. Und ab geht's wieder in dieses beschissene Level. Es ist schon schön, aber es ist halt, ey. So. PP ist Pinkelpause, ja. So, habt ihr auch noch Ton? Hört ihr noch was? Ihr müsstet noch Ton haben, oder? Hört ihr das Spiel? Habt ihr Gameplay-Sound? Chat? Ja, Ton ist an. Okay, weil ich habe nämlich gerade keinen Sound auf den Ohren. Aber ich schätze mal, weil ich die Kopfhörer ausgemacht habe. Das ist eine logische Erklärung. Ich werde mich sofort darum kümmern. Das sollte jetzt aber das Spiel hier nicht beeinflussen und wir müssen jetzt einfach mal gucken. Ich hätte voll Bock, dieses Game hier auch mal komplett einfach durchzuzocken. Wenn wir jetzt eh schon so dabei sind und eh schon mittendrin sind, wäre das nicht was, was wir einfach mal durchzocken sollten? Oder ist es euch zu Retro-mäßig, das Ganze hier? Ich finde es geil. Also ich muss wirklich sagen, ich rege mich da drüber tierisch auf, das ist richtig. Aber es macht schon Spaß. Nicht so, dass irgendwie, oh nein, das war so dumm schon wieder. Ich kann mich nicht retten. Ja, Spooky, ich schaue dann in Discord rein. Aber das können wir jetzt nicht immer so machen. Das ist ja, das ist es denn wichtig? Ist es beeinflussend für den Stream, ist die Frage, Spooky. Ich habe einfach gerade ins Nichts geschossen und danach bin ich gesprungen, weil ich Springen und Schießen verwechselt habe. Eieieiei. So. Jetzt kommt der Pteranodon. Schon wieder nicht gekriegt, schade eigentlich. Den da oben lasse ich mal am Leben. Den da unten hole ich mir aber. Der hier ist wichtig. So. Dann geht's jetzt weiter. Ich nehme noch mal ganz kurz die Bombe und guck, ob ich sie irgendwie hinkrieg. Den da, er hat schon wieder gemacht. Er hat schon wieder geschafft. Gott, das war knapp. Meinen Angriff abzublocken. Ah, das ist natürlich. Auf jeden Fall durchspielen. Ey, das würde mich freuen. Können wir da gerne mal eine Abstimmung machen, bitte? Ob ihr Bock habt, das Game durchzuspielen? Oder mit dabei zu sein, während ich das Spiel durchspiele? Das wäre jetzt mal ein bisschen was Kniffligeres. Aber ich glaube, das ist schon nicht verkehrt. Was für ein. Ich muss unbedingt Pieptöne einstellen bei Discord. Bei Twitch meine ich. Alles dasselbe. So. Springen und werfen gleichzeitig. Jawohl. T-Rex ist außer Gefecht gesetzt. Nur fallen lassen. Sehr schön. So, den trotzdem abschmeißen, sonst trifft er mich nämlich hier oben. Das kann man sich ja auch ersparen. Ich will etwas Neues ausprobieren, Chat. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt hier schon wieder drauf gehe, aber ich will das jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, ob ich von da hochkomme. Und wenn ja, ist aber die Frage, wie komme ich jetzt? Oh Gott. Oh Gott, wie dumm. Ich muss es nochmal machen gleich. Wie komme ich aber jetzt dann wieder zurück zu meinem Boot? Ist das Boot dann immer noch da oder ist das dann wieder weg? Die Frage stellt sich jeder von euch. Ich weiß, ich werde die jetzt gleich beantworten. Es müsste Spielsound geben, spätestens jetzt. Ich weiß nicht, was eben gerade los war, aber jetzt müsste es wieder Spielsound geben. Mit dem geilen Intro. Nur mal ganz kurz einfach nur zum Genießen. Und das ist übrigens im Buch so, dass der T-Rex im Buch das Auto wirklich komplett aus den Angeln hebt. Also komplett nach oben hebt. Ah, herrlich, ey.
Herrlich, herrlich, herrlich. Also jetzt müsste es wieder Spielsound geben, auch bei euch. Ich habe eben gerade auch nichts gehört. Jetzt geht's auf jeden Fall auch wieder. Das lag dann wohl am Spiel mal ganz kurz. Ein technischer Aussetzer. Zack. Den lassen wir am Leben da oben. Der ist Munitionverschwendung. Obwohl man da wahrscheinlich auch hochspringen kann und da oben ist irgendwas. Hat er mir gerade ernsthaft ins Genick gespuckt. Ich mach's genauso, wie ich es eben gerade gesagt habe. Ich werde jetzt gucken, weil da oben sind nämlich rote Pfeile gewesen bei dem anderen eben, wo ich eben gerade drauf gegangen bin. Und die roten Pfeile sind doch echt sau viel wert. Die habe ich halt dummerweise vorhin einfach verballert, weil ich dachte, ich krieg wieder neue, wenn ich eh tot bin. Aber das war ein Irrtum. Durchlöchert. Na, warten wir noch ganz kurz. Da wollte es aber gerade einer wissen hier. Da wollte es gerade wissen. Zack. Dass da aber auch ein Raptor gleich kommt, habe ich halt vorhin auch nicht gesehen. Den sieht man erst, wenn man oben ist. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Und sind ja darauf vorbereitet. Ich gucke nur mal, ob ich jetzt... Ah, nicht... Oh Gott, ich darf springen und schießen nicht verwechseln. Das ist immer ein Todesurteil. Das war... Ne, das vergessen die nicht so schnell. Jetzt muss ich wieder zurück. Okay. Ja. Nein. Oh Gott sei Dank. Oh Gott. Okay. Okay. Kann man mal so machen. Ist also... Ist also im machbaren Bereich auf jeden Fall. Da oben wäre noch ein Medikit gewesen, Mann. Ja, ja, mach ruhig, spuck mir ruhig ins Genick von da oben. Ja, na komm. Ah, war jetzt, war gerade wieder ein bisschen knapp gewesen, ne? Wirst du mal Jurassic Park Operation Genesis spielen? Habe ich schon mal gemacht, habe ich schon mal gemacht. War aber auch nicht so berauschend tatsächlich. Ich glaube, wenig Menschen haben wirklich Bock auf so Retro-Sachen. Weil ich echt schade finde. Aber das sind dann die Leute, die auch Jurassic World Dominion gut finden. Oh oh. Eine Brandgranate ins Gesicht geworfen. Haben die eigentlich auch verschieden lange Effekte auf die Dinos, die Sachen? Ja, der liegt jetzt wesentlich länger flach. Guck, sowas gab es damals schon. Dass die verschiedenen Waffen verschiedene Stärken haben. Oh nein, oh nein. Eine ultimativ schwere Geburt, dieses Spiel. Also das ist wirklich, ne, das ist... you
Na, lassen wir das da oben. Na, weg. Weil diese Dinger sind nämlich echt sau wichtig. Inzwischen. Mhm. Er fällt einfach den Berg runter. Ach du Scheiße. Okay, die Mehrheit ist bis jetzt für das Spielen das Ganze durch. Was nicht heißt, keine Panik, dass wir jetzt hier komplett nur dieses Level durchottern. Ich werde dann auch gleich mal, nach dem Versuch her, switchen wir mal ganz kurz in die Velociraptoren-Kampagne rein. Alleine für das geile Intro. Übrigens, mit dem Raptor hat man dann das Level hier logischerweise nicht. Ne? Das ist da ein bisschen anders gegliedert dann. Ah, okay. Die treffen mich aber auch immer öfter, habe ich das Gefühl. Mist, ey, ich dachte, ich krieg's noch hin. Ich kann's auch einfach nicht lassen. Es muss einfach sein. Ich brauche irgendwie diese... Ich will das einfach haben, das ganze Zeug. Okay. Dann fahren wir jetzt einfach mal hier rüber. Treffen ihn nicht aus Gründen. Ja, diesmal warte ich, bis er aufsteht. So. Oh nein, 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 das wollte ich doch gar nicht. Ach Mann, Leute, ey. Das ist eine Tortur hier gerade. Aber wie gesagt, wenn ich es jetzt nicht schaffe, machen wir erstmal mit der Raptorenkampagne ganz kurz weiter. Oder fangen die mal ganz kurz an. Um da mal ein Sekündchen reinzuspielen. Schnell, schnell. Ah, Mann. So. Springen wir da wieder rein. Nochmal mit Konzentration. Alles klar. Ja. Alles klar. Aber ich will trotz allem da oben hin. Dieser dämliche... Jetzt habe ich es doch noch geschafft, ihn zu treffen. Nicht aufregen, alles in der Kontrolle. Alles macht hier Spaß. Und ich werde diesen Raptor jetzt mit Elektroschocks töten. Ha! Habt ihr das gesehen? Schnell weg hier. Oh. Ja, auch wieder sehr dumm gewesen. Ja, und jetzt? Wir kümmern uns gleich darum, was jetzt ist. Ich gehe erstmal auf die andere Seite rüber und wir machen das erstmal jetzt in aller Ruhe so. Warte mal, er steht auch gleich wieder auf hier. Oder auch nicht. Okay, gut. Kriegen wir das Boot irgendwie wieder ins Wasser rein, ist jetzt die Frage. Weil wenn nicht, hey.
wäre das sehr, sehr scheiße. Ich glaube nicht, dass wir das wieder ins Wasser kriegen. Dieses Boot. Ich schätze mal, ich habe jetzt auch wirklich keine Chance, ohne das Boot weiterzukommen. Ne? Obwohl, vielleicht kann ich da noch rüberspringen. Sekunde. Test. Aha. So kommt man also auch darüber. Wieder was Neues gelernt, aber jetzt komme ich leider nicht weiter. Jetzt ist hier Schicht im Schacht. Wieso kriege ich dieses Boot nicht einfach ins Wasser? Oh Gott. Wieso geht das nicht? Das wäre jetzt echt noch optimal, wenn ich dieses Boot irgendwie ins Wasser bekommen würde. Aber keine Chance. Na gut. Sind so Sachen, die man nicht beeinflussen kann, ne? Da bist du halt dann irgendwie auch hilflos ausgeliefert im Ganzen. Ja, komm, weg mit dir. So. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon an dieser Stelle hier gewesen bin. 10 Mal? Sind wir jetzt schon zum 10. Mal hier? Ich glaube schon, oder? Müsste irgendwie hinkommen. Ganz grob. Okay. Oh. Diesmal habe ich einen verfehlt. Das heißt, ich komme aber auch einfach von hier drüben, komme ich dann locker da drüber zu der Energieleiste. Ja. Oh. Ach, komm schon. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das ist unfassbar. Lasst mich auch gerade mal hier meine Kopfhörer aufziehen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie gut das jetzt läuft. Ich habe ja noch im Hinterkopf, was wir alles machen mussten, beziehungsweise wie wir jetzt da durchkommen. Ich weiß nur nicht, wie gut ich es umsetzen werde. Hätte aus der Bibel, ist wahrscheinlich auch aus der Bibel. Vielen Dank für... für deine Wasserspende. Hm. So. Okay, ich habe die Steuerung einfach schon wieder vergessen. Da ändert man die Waffen. Wir nehmen direkt die hier. Komm, wir machen jetzt hier direkt ernst. Ja. Und keine Gefangenen diesmal. So, den da oben habe ich in Ruhe gelassen. So. Ich habe mir übrigens auch gestern von dem Spiel nochmal so ein Speedrun angeguckt. Es sieht so einfach aus bei Leuten, die das wirklich können, das Spiel. Das sieht so leicht aus. Und ich denke mir, ey, ich mache hier seit gefühlt Stunden mit diesem Level hier rum und komme einfach nicht voran. Aber die Person, die das Spiel gespielt hat, hat auch nicht alle
Kanister eingesammelt. Das heißt, es ist wirklich kein Muss und man kommt wohl auch ohne die Kanister durch, ganz einfach aus dem Grund, dass man... Jetzt habe ich den Faden verloren, egal. Eine positive Sache zu Jurassic World Dominion willst du hören. Den Cast habe ich schon angesprochen gehabt, die Raptoren-Designs fand ich geil, habe ich auch schon angesprochen gehabt. Die animatronische Puppe von dem Giganotosaurus sah schon echt geil aus. Das war schon geil. So, da springe ich und zack. Ja. So, ich versuche jetzt auch in dem ersten Durchlauf einfach alle Items zu holen, die uns über den Weg laufen. Das heißt, ich gehe auch auf jeden Fall jetzt hier hoch. So, und nehme dann wieder meine Superpfeile. Oh Gott. Hätte ich vielleicht nicht so wahllos draufschießen sollen, aber was soll's. Da haben wir ja neue Pfeile und da hinten bekomme ich noch mein Medikit, das weiß ich auch noch. Geil. Okay. Volle Energie, mal gucken wie lange. Kann sich ja ruckzuck wieder ändern. Aber es läuft bis jetzt ganz gut. Was mir nur ein bisschen Sorgen macht, ist einfach der spätere Verlauf des Spiels, weil ich habe dann irgendwann keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Grützi, Grützi zurück. Moin, moin. Coco Colli habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Ach so, ja, ja, pass auf. Ist ja ganz easy. Ich muss hier nicht mal rausspringen. Ach so, okay. Wofür diese Batterien sind, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Ach, ja, ich habe ihn sogar getroffen. Alles klar. Ja. Hier müssen wir runter jetzt, ne? Das ist ja das Ding. So. Und da haben wir noch ein bisschen Treibstoff, den ich auf, oh Gott, auf jeden Fall holen will. Ey, trifft der mich von hier unten? Oh Gott, der trifft mich ja wirklich. So, ich brauche aber jetzt für den T-Rex die anderen Waffen, die hier. Ich habe ihn nicht getroffen, jetzt habe ich ihn getroffen. So weit waren wir noch nicht, ne? Das heißt, ab jetzt bin ich hier komplett blind. Aber das ist doch schon mal ein extremer Vorteil, ey. Beziehungsweise ein gutes Zeichen. Wenn das beim ersten Durchlauf schon so gut funktioniert. Ich habe jetzt nur wirklich keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ey. Und das macht mich gerade ein bisschen... Okay. Ein bisschen kirre. Pteranodon stirbt an einer Spritze. Meine Lieblingsfilmszene. Wo stirbt der an der Spritze? Reden wir jetzt hier von Dominion oder... Ach so, du redest von dem Spiel, jetzt habe ich erst gecheckt. Entschuldigung, wenn ich manchmal ein bisschen länger brauche, um das zu verstehen. Ich habe es verstanden. Du gehst auf das Spiel ein und ja, verstehe, verstehe. Zack, okay, den haben wir erwischt. Das heißt aber, ich muss vorher abspringen von dem Boot. Ich weiß nur nicht, ab wann oder wo ich hinspringen muss. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ach komm. Kriegen wir auch so hin. Oh, das hat gerade geblinkt, das Boot. Ich glaube, das kann auch verschwinden, wenn ich Pech habe. Ne? So. Ein Schuss reicht. Das war knapp.
So. Okay. Es scheint aber ganz gut zu funktionieren. Also gerade bin ich irgendwie... Gestern gab es größere Totalausfälle bei dem Level hier. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber mache ich jetzt trotzdem. So, auch hier muss man nicht rausspringen, wie wir jetzt gelernt haben. Ich mache es aber trotzdem. Aus Sicherheitsgründen. Und jetzt kommen wir dann gleich schon zu dem... zu der komischen Stelle wieder, an der wir eben gerade gescheitert sind. So, das brauche ich auf jeden Fall da oben, schätze ich mal. Dass ich sonst nicht allzu weit komme. So, und jetzt müssen wir erstmal den T-Rex irgendwie noch in den Griff kriegen. Und zwar genau so und jetzt schnell an ihm vorbei. Schnell, 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 schnell. Jawohl. So, auch das ist kein Problem. Jetzt eben hier die Frage, ob ich hier hätte schon runtergemusst oder muss ich wirklich gleich rüberspringen, wo der Dings steht, nämlich da oben hin. Muss ich da hoch, ist jetzt die Frage. Okay, ich werde es ausprobieren müssen. Anders habe ich keine andere Wahl. Auch nicht. Dann werde ich jetzt beim nächsten Mal den allerersten Wasserfall runterfahren. Es muss ja irgendwo lang gehen. Kann ja nicht sein. Dass da alle Wege ins Nichts führen. Das ist schon wieder der erste Talausfall gewesen. Das sollte nicht passieren. Aber wir kommen weiter. Ich glaube, dieses Level ist gleich vorbei. Das Level wird nicht mehr allzu lange dauern. Schatten durch. Schönen guten Tag. Und dir auch ein herzliches Hallo. So. Na, nur einmal getroffen, macht aber nichts. Denn den da oben können wir ignorieren. So, das heißt, es muss in der Theorie, muss es der erste Wasserfall sein. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Weil wir sonst keinen anderen Weg mehr haben, um hier weiterzukommen. Wenn es der Wasserfall auch nicht ist, dann muss man sich überlegen, ob ich vielleicht schon hier eine andere Abzweigung hätte nehmen müssen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich das Rätsels Lösung. Der allererste Wasserfall wird sein. Okay. Ein neuer Rambock wurde ausgelöst. Ich bin sofort soweit. Du möchtest also auch deinen Glückskeksspruch so des Tages wissen. Nur durch Probieren wird man erleuchtet. Das wäre ein Glückskeksspruch tatsächlich, aber der zählt nicht. Lieber Gianluca, denn wir müssen jetzt hier einen Glückskeksspruch aus dem Internet wählen, die meistens dann auch wahr sind, ne? Wie alles im Internet. Gucken wir jetzt mal, was der neue Glückskeksspruch zu sagen hat. Wenn du eine weise Antwort verlangst, dann frage Anon Kaijuverse. Das ist richtig, das stimmt, das kann man so stehen lassen.
Obwohl der Spruch auch an sich stimmt. Wenn du eine weise Antwort willst, dann musst du vernünftig fragen. Das ist richtig, das ist schon richtig. Eine Ansprache ist immer sehr wichtig. Kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen, wenn jemand mir bei Instagram schreibt, ey, mach mal das Video, dann sage ich, nee. Ne, lernt man ja eigentlich relativ schnell, wie man Menschen anspricht. Einen wunderschönen guten Morgen, Rebellenraptor. Das ist ja ein cooler Name. So, okay. Das heißt, jetzt hier keinen Fehler machen. Da ist der Dilophosaurus noch. Den haben wir auch weggeklatscht. Und jetzt kommt halt wieder dieser Moment, wo ich nicht weiß, ob wir direkt den allerersten... Doch, wir machen es einfach mal. Ich meine... Probieren geht über Studieren, sagt man. So, jetzt kommt hier der Pteranodon wieder. Den holen wir da. Moment, kann ich aber auch hier schon runter? Ich glaube, das ist die Lösung, oder? Das sieht doch gut aus hier. Das geht hier einfach weiter in einen neuen Fluss. Moment, ich will das ausprobieren. Aha. Aha. Kommt auf selbe bei raus. Scheiße. Aber trotzdem, ich freue mich trotzdem darüber, dass es funktioniert hat. Das zeigt nämlich, dass meine Theorie gar nicht so dumm ist, dass wir einfach einen anderen Wasserfall wählen müssen, um nicht zu sterben. Und es gibt nur einen anderen Wasserfall. Das heißt, ich glaube, ich habe das Level durchschaut. Jetzt einfach nicht sterben. Dieser dämliche T-Rex hat schon nach mir geknappt. So. Hier einmal runter und hier einmal runter. Und jetzt sage ich euch was. Könnte es schon dieser Wasserfall hier sein, den wir nehmen müssen? Es muss der sein. Es ist der einzige Weg. Ich muss es ausprobieren. Oh. Nee, es ist auch nicht. Es ist nicht der richtige Wasserfall. Eine kurze Pause und wir genießen gerade mal die Landschaftsaufnahmen hier. Spendiert von Jolon23. Das Video waren 1400 Punkte für den Pteranodon-Flug, meinst du, denke ich, ne? Ich sage, du stirbst. Ja, danke dafür. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich das jetzt nochmal nicht schaffen werde. Es muss einen anderen Weg geben. Ich hoffe halt nur, dass ich diesen Weg nicht schon vorher wählen muss. Aber... Das sah jetzt ja alles ganz gut aus, ne, bis jetzt. Wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte mit dem richtigen Weg, dann werden wir nochmal eine kleine Schummelpause einlegen. Und dann werde ich mir mal angucken, wo wir da wirklich lang müssen. Der Grund dafür ist ganz einfach erklärt. Wir hängen jetzt an diesem Level fest seit... Es geht auf die 2 Stunden zu, glaube ich, ne? Und irgendwann ist dann auch mal Schluss. Licht im Schacht. NiniPNG, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Du bist ja sehr spendabel. Ich habe immer noch keine Animationen eingebaut, wie ihr mitbekommen habt, aber die kommen noch. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Du hattest gestern nämlich auch schon gespendet. Okay. Nur nichts falsch machen. Also wenn ich mit dem Spiel hier fertig bin, kann ich direkt einen Speedrun dabei... falscher Knopf. Einen Speedrun da machen. So oft wie ich die Level jetzt hier schon gespielt habe, ich habe die innen auswendig, kenne ich die. Bis auf den Schluss jetzt hier. Ich meine, es wäre der Schluss. Aber... da habe ich ja vergessen, dass da ein Dino kommt. Der Pteranodon kommt schon mal gar nicht mehr. Der hat die Schnauze voll. So.
Oh, da ist er doch. Da, nein, er kommt jetzt, er kommt. Eieieiei. Ach, du. Ich sag's nicht. Wir hängen fest, also zu lange, ja. Der Tod zählt aber jetzt nicht, weil das war ein Dummheitstod und nicht, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Ich rede davon, wenn wir jetzt den letzten möglichen Weg ausprobieren und der auch der falsche Weg ist, dann werde ich nachgucken müssen, wie das Ganze funktioniert. Und ich wette, es wird wieder sowas relativ Simples sein, wo man aber einfach nicht drauf kommt. So wie der Endboss bei der Raptorenkampagne. Das war auch krass. Alter, sowas kommst du halt nicht. Ja, der kam aber danach, der Pteranodon. Der hat dann nachträglich dann doch wieder Lust gehabt. Und dafür farme ich gerade wirklich Munition. Oh, was in dem Level hier. Hat auch was Gutes. Wieso kann ich den eigentlich nicht einfach ab... Doch, es geht. Ach, es geht doch. Gegen die Füße kann ich ihm schießen. Naja. So. Wie ein Profi. Wir warten nicht mehr, bis er aufsteht. Wir rennen einfach direkt durch. So. Den T-Rex haben wir abgelenkt. Übrigens, die T-Rex-Animation ist für damals auch noch extrem geil, finde ich. Ich habe dieses Tier geliebt in dem Spiel. So. Also, vertraue keinem Pteranodon, der nicht auftaucht. Das ist ja sowieso mein letztes Leben, sehe ich gerade. Ich habe ihn wieder nicht getroffen, na egal. Oh, er kommt aber... Oh Mann. Oh Mann. Ach. Da wollte ich gerade einfach einen auf cool machen und dachte, komm. Auf einmal kommt der da aber auch angeflitzt. Ihr merkt schon, dass die Konzentration gerade wieder schwächer wird. Ne? Sie lässt gerade wieder nach. Ja, zum Beispiel bei sowas. Ja. Okay. Spätestens dann, wenn ich hier anfange zu sterben, ab dann wird's kritisch. Das war gestern auch der Fall, dass ich hier gestorben bin an der Stelle. Und dann ging gar nichts mehr. Da war dann wirklich Feierabend mit der Konzentration. Wenn wir an diesen Punkt heute kommen, dann machen wir einfach mit Lego weiter. Ne, ich kann ihn nicht treffen, weil da aus irgendeinem Grund eine Wand im Weg ist. Gute Idee. Mal ein kurzes Trinkpäuschen einzulegen. Wasser ist der wahre Endgegner. Ja, in dem Spiel schon. Ach komm her, ey. Also ich gehe auch ganz stark davon aus, dass ich bei keinem Level mehr so festhängen werde wie bei dem hier. Das sage ich einfach jetzt mal so. Man merkt aber schon den Schwierigkeitsgradsunterschied zwischen Raptor-Kampagne und dem jetzt hier. Und Raptor war auch schon schwer. Aber das hier ist ja... Und ja, der Raptor ist in der Alan-Kampagne logischerweise dann der Endboss, während Alan Grant in der Raptoren-Kampagne der Endboss war. So. Und auch dieser Endgegner ist, glaube ich, schwieriger als in der Raptoren-Kampagne, weil wir ihn diesmal wirklich töten müssen. Beziehungsweise müssen wir wirklich gegen den Raptor kämpfen. Das war ja in der anderen Kampagne nicht der Fall gewesen. Da haben wir nur das Skelettding da zum Einstürzen bringen müssen.
Okay. Oh Gott, geschafft. Okay. Nicht ins Wasser fallen. Erstmal direkt 5 Werbungen hintereinander. Das ist natürlich, das ist ekelhaft. So, den habe ich dem noch mitgegeben. Habt ihr gestern auch schon Werbung bekommen? Nee, ne? Und davor auch nicht. In den ganzen 5 Stunden gab es kein einziges Mal Werbung. Wieso bekommt ihr jetzt auch immer wieder Werbung? Wenn da nicht Twitch dahinter steckt. Aber 5-mal hintereinander ist halt auch schon echt krass. Oh oh. Nee, mal ganz kurz ehrlich. Es kam jetzt ja gar keine Werbung die letzten Tage. Die letzten 2-3 Tage müsstet ihr komplett werbefrei hier durchgeschossen sein. Habt ihr alle heute Werbung bekommen? Außer am Anfang vom Stream, das ist normal. Gestern hattest du keine. Mhm. Also am Anfang vom Stream kommt Werbung. Wollte zumindest. Aber nicht mittendrin. Bis jetzt kein einziges Mal, okay. Dafür hatte ich am Anfang heute keinen. Ja, vielleicht kam das nachträglich, aber doch nicht 5-mal. Dann geben die einem schon die Wahl, das Ganze manuell einzustellen und es geht trotzdem nicht richtig. Oh, da ist der T-Rex. Oh mein Gott, habe ich gerade nicht aufgepasst. Ey, Schnauze, Mia, du frisst mich. Okay. Ach, Moment mal, was ist... Ach nee, da ist der Raptor einfach, ne? Ja. Oh oh. Das war gerade echt saudämlich. So. Also, das war hier nicht der richtige Wasserfall, ne? Da bin ich ja gestorben. So. Und jetzt sind wir aber wieder an der Stelle, wo es auf jeden Fall auch nicht weitergeht. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel hier von mir möchte. Muss ich vorher abspringen? Ist das das Rätsels Lösung? Kann ich auch nicht. Ich kann nicht vorher abspringen. Okay, Leute, es macht so keinen Sinn. Ich muss mir jetzt hier mal ganz kurz anschauen, wie wir jetzt da weiterkommen. Ansonsten wird das Spiel jetzt hier wieder komplett nur auf dieses Level hier gemünzt. YouTube erleuchte uns. Richtig, richtig. Jurassic Park, Sega, Alan. Mhm. Der spielt es innerhalb von einer halben Stunde durch. Beide Kampagnen. So. Okay, da waren wir auf jeden Fall schon. Nee, Moment, Moment, da war ich ja noch gar nicht. Okay, ich muss tatsächlich von dem Boot... Ich muss von dem Boot abspringen, bevor es nach unten geht und muss dann auf so eine Ebene springen. Da musst du halt erstmal drauf kommen. Achtung, ich zeig's euch jetzt. Wenn ich's schaff, ist natürlich ja, die Voraussetzung bei sowas. Aber ich bin der Meinung, da kommt keine Sau drauf. Vor allem habe ich das vorhin schon versucht und habe es trotzdem nicht hinbekommen. Okay. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Na gut. Da machen wir jetzt keine Risikoaktion mehr. Wir wollen ja auch hier langsam mal ein bisschen weiterkommen. Oh Gott, das war knapp.
Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass wir dieses Level jetzt hier endlich beenden werden. So, nehmen wir hier nochmal die Superschüsse. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Da haben wir wieder neue. Immer 10 Stück geben diese kleinen Packs. Das ist eigentlich saugut. Weil 10 Schüsse verballerst du in der Regel nicht bei einem Abtor. Ach, egal. Nee, diesmal ist nicht egal. Diesmal hole ich ihn mir. Ich lerne ja aus Fehlern. So. Oh. YouTube ist bei sowas echt eine Hilfe. Das stimmt auf jeden Fall. Ist halt immer nur ärgerlich. Ich schaue echt ungern bei YouTube nach, wie man irgendwas schafft. Aber hier in dem Fall verzweifelst du sonst irgendwann. So, er fährt hier auf jeden Fall überall drüber. So. Jetzt darf ich halt nur nicht die Stelle verpassen, sonst wäre es wieder echt doof. Nehmen die Handgranaten für den T-Rex. Schnell an dem vorbei. Oh, das war keine Absicht. So, das brauche ich auf jeden Fall hier. Okay, ich bin jetzt echt gespannt. Das sah wieder mal extrem einfach aus bei ihm. Das hier ist jetzt nämlich der Moment, wo ich abspringen muss. Und zwar genau hier oben hin. Es geht tatsächlich so einfach. Ist ja krass. Nein! Ach, Mann. Ey, diesmal klappt's. Diesmal weiß ich, wie ich's mache. Ich springe einfach direkt hoch und schmeiß eine Granate auf ihn. Und dann ist er erstmal weg vom Fenster. Diesmal kommen wir jetzt hier durch. Auf geht's, ab geht's. Dieses Level hier ist echt der Endgegner. So, ja, spuck ruhig. Wir haben jetzt keine Zeit mehr hier. Na, kriege ich diesmal hier? Wer weiß. Ich denke schon, ich springe zumindest mal ab. Ja. Weil Munition, da ich jetzt hier ganz souverän das Level beenden werde, nehmen wir noch alles an Munition mit, was irgendwie im Weg liegt. Chat, ich schau gleich, was ihr geschrieben habt. Ich muss mich nur ganz kurz extrem konzentrieren. Ich habe quasi den Ultra-Instinkt gerade aktiviert. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade eins mit dem Spiel. Ich sitze quasi in dem Boot gerade selber drin. So ein Fokus ist es. Okay, das haben wir auch. Und zack. Es ist halt schon sehr souverän gerade hier, ne? Ohne jetzt Eigenlob, stinkt natürlich, aber es ist natürlich schon extrem krass, was ich hier gerade abziehe. So, und diesmal kriegst du einfach einen Schuss ins Genick, mein Freund. Jetzt kommt mir ja nicht an mit, ja, du hast das Level aber auch schon 37.000 Mal gespielt. Darum geht's nicht. Darum geht's gerade gar nicht. Jetzt habe ich irgendwas im Auge. Oh, oh. Ja. Ach nee, hier ist es noch gar nicht. Das kommt erst gleich. Okay. Ich habe noch den Überblick. Na, schade. So, das brauche ich hier trotzdem noch. Ach Gott. Jetzt habe ich echt irgendwas im Auge. Das darf jetzt nicht passieren. Keine Ablenkung. So. Zählt das? Habe ich ihn jetzt getroffen? Ich hoffe.
Ja. So. Der liebe Raptor hier oben kriegt sie auch nochmal ab. Ernsthaft jetzt? Er trifft mich? Da kriege ich die Krise bei sowas. So, alt. Das war der Plan. Ja, treff ihn noch nicht. Ich treffe ihn halt nicht von da unten. Das ist natürlich dumm. Jetzt aber. Oh Gott, ist das leicht gewesen. Ey, ich kann immer noch daneben springen. Ich kann jetzt genau hier immer noch sterben. Ne? Jetzt haben wir da unten nämlich wieder so ein beschissenes Stachelding. Aber einfach nichts drücken. Das war... Ja. Gott, ist das leicht. Halt die Klappe. Halt, ich treffe ihn nicht. Ach du Mann. Na, schade. Ich schätze, da oben wäre was gewesen. Da ist was auf jeden Fall. Das brauche ich. So, ich würde ja gern zu den normalen Munitionsdingern umswitchen, aber ich habe Angst, dass mich das mein Leben kosten wird. Oh Gott, ich dachte, das wäre jetzt schon wieder mein Ende. So. Wie gesagt, Wasser ist der Endgegner. Klingt unglaubwürdig, dass er es jetzt schafft. Spooky, schön, dass du da bist und einfach am Meckern bist. Das freut einen doch immer zu hören. Ich muss jetzt hier runter, meine ich gesehen zu haben in dem Video, aber ich will mal ganz kurz abchecken, weil da kommt ja auch keiner drauf, was das Spiel einem verkaufen will, wo man eigentlich hin müsste. Nirgendwo hin, okay. Das ist der einzige Weg. Nehmen wir. Nehmen wir direkt mit. Wow. Und jetzt ab. Was ist das denn? Das ist eine Brachiosaurus-Ampel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Geil finde ich es irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, dass die mich auch töten können, wenn die zu schnell hochgehen. Irgendwie habe ich da echt das Gefühl. Haben wir es geschafft? Nee, da oben ist noch ein Triceratops. Oh. Ja. Ach, da oben ist aber der Ausgang. Okay. Okay. Lasst mich jetzt ganz kurz... So, ihr könnt schon mal die Champagnerflasche öffnen. Denn das war's. Das Level ist geschafft. Das war knapp. Aber trotzdem haben wir das Level geschafft. Gott, war das leicht. Gut. Boah, das war eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt. Eieieiei. Ach Gott. Ey, es kann eigentlich nur leichter werden, oder? Müsste man jetzt so sagen. Es kann jetzt nicht unbedingt schwerer werden. Hat irgendeiner von euch mitgezählt, wie oft ich jetzt hier in diesem Level versucht habe, nicht zu sterben? Oh nein, wenn ich das schon sehe. Ich wollte sagen, dass ich echt cool finde, dass du den da zum Stream findest. Ich stream immer, wenn ich merke, ich habe dann da Luft und Laune dazu. Bock habe ich eigentlich immer. Ich hasse die Brachiosaurier in diesem Spiel. Ist halt nur schade, dass gerade bei Jurassic ist halt der Content so, was Spiele angeht. Ach Mist, so ein bisschen lau. Aber deswegen greift man hier auf so eine Perle dann eben zurück. Ein wunderbares Spiel. Da geht's nicht hoch, ey. Es geht schon wieder gut los. Ich muss über den Brachiosaurier. Und ich höre den T-Rex schon irgendwo wieder rumschreien. Die wollten mich gerade angreifen. Ich muss auf den drauf, ne? Ja, was soll ich machen? Oh. Er hat sich umgedreht. Wahrscheinlich nochmal auf ihn drauf und dann da unten abspringen. Ist das euer Ernst? Eieieiei. Ui. Willkommen im nächsten wunderbaren Level.
Warum ist das alles mit dem Velociraptor so viel einfacher gewesen? Kann mir das irgendjemand erklären? Worüber reden wir nicht? Dass ich eben gerade einen unschönen Tod gestorben bin. Aber ich weiß auch noch nicht mal, ob das überhaupt stimmt, was ich da gerade gemacht habe, weil da ist nur Munition und ganz da oben ist gar nichts, ne? Das ist total dämlich. Aber Moment, da ist aber ein Knopf. Kann man diese Schalter da oben drücken? Ja, da komme ich ja nicht hin. Och komm. Die kann man wirklich drücken. Ich kann das da oben aufmachen. Und wieder schließen. Ja. Ach so. Es gibt keine Figur, die so oft hinfällt wie Alan Grant in diesem Spiel. Der ist so der Anti-Nathan Drake. Ich komme da nicht runter, scheiße. So. Ich glaube, ich habe einen alternativen Weg gefunden. Nee, doch nicht. Moment, doch. Verstehe. Nee, doch nicht. Das ist nur für diese Energie jetzt hier. Ich muss wieder zurück zu diesem... Hat der Raptor da oben gerade den... Der frisst gerade den Dilophosaurus übrigens. Sieht leicht nach Magen aus. Ich nehme die Kiste einfach mal mit runter. Das geht nicht, okay. Na gut. Das heißt, ich muss den Diloposaurus, ach Quatsch, den Brachiosaurus wegnehmen. Hier ging es auch nicht lang. Ich muss da unten lang. Was mich sehr belastet, weil da unten ist, der frisst einfach was. Auf geht's. Da unten ist nämlich... Da unten ist ein Loch, wollte ich sagen. Ein Loch in der... Im Boden von diesem Rohr, wo ich halt drin bin. Das heißt, da muss ich dann auf engstem Raum in diesem Rohr über das Loch drüber springen. Das ist spitze. Ja. Aber ich habe jetzt wenigstens schon mal hier ein paar Pfade gefunden, wo ich einfach meine Munition extrem aufstocken kann. So, wäre natürlich echt schön, wenn das hier ein anderer Weg gewesen wäre. Das wäre echt super cool gewesen. Aber ich habe jetzt auch neue Geschosse, die habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Moment mal, was ist das denn jetzt eigentlich? Das sind Granaten. Oh, die sollten wir uns vielleicht aufheben. Für den Endboss, den ich heute auf jeden Fall noch besiegen werde. Ah. Okay. Ich will da unten nicht lang. Ich komme da nicht mal hin. Geschafft. Und jetzt, wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Als ob das funktionieren würde. Als ob ich jetzt irgendwie darüber kommen könnte. Nightmare 42, einen wunderschönen guten Tag. Vielleicht kannst du mir ganz kurz seelischen Beistand geben. Es gibt keine andere Chance, als hier rüber zu springen. Ne? Es hat nur die Frage, wie weit kann ich vorlaufen? Ach, du... Die Antwort ist nicht weit. Nicht sehr weit, okay.
Da oben ist allerdings auch noch was, da habe ich halt keine Ahnung, wie ich da oben hinkomme. Das ist mir jetzt fernab, aber das ist mir auch komplett wurscht. Ich hasse diese Sprungpassagen in dem Spiel, weil das Springen hier ist so unfassbar ungenau. Aber ich glaube, dass gerade dieses Rohrlevel hier, dass das sehr viele von diesen Sprungpassagen intus hat. Also erstmal hier die Pepsi-Kiste zur Seite. Ich scheine davon aber auch nur maximal 5 tragen zu können, ne? Von diesen Granaten. Ey. Ob Saurier wohl schwimmen konnten, zumindest die, die am Land lebten. Saurier konnten wohl schwimmen, ja, sogar der T-Rex konnte wohl schwimmen. Da gibt es eine super geile Dokumentationsserie, nennt sich Prehistoric Planet. Auf Apple TV Plus, da gehen die genau solchen Fragen auf die Spur. Und belegen das halt anhand von Lebewesen von heute, anhand von logischer Physik einfach, ne? Der hatte ja zwei starke Beine gehabt, der T-Rex, und konnte dementsprechend wohl auch gar nicht so ungut schwimmen. Wenn er sich aber nicht festhält, wie soll ich denn dann darüber kommen? Wie soll Grant darüber kommen, wenn er sich nicht mal festhalten kann? Hast du dir eigentlich schon mal Path of Titans angeguckt? Nee, noch nicht. Noch gar nicht. So. Wenn ich jetzt nochmal an diese Stelle komme, Chat, dann mal gucken, ob ihr erratet, wie ich darüber komme. Da hätte ich drauf kommen können. Das ist nichts, was man nicht hätte raffen können. Das liegt aber einfach daran, dass ich so lange an diesem Schiff-Level festgehangen habe, dass ich voll vergessen habe, dass das funktioniert. Ja, komm, jetzt aufwärts runter da. Er steht einfach in der Luft. So, haben wir es doch auch geschafft. Als Kind habe ich auch immer sehr gern Dino-Dokus geschaut. Da gab es doch das eine mit Al, hieß er Al, dem Allosaurus. Das war geil gewesen. Königreich der Giganten hieß das, kann das sein? Big Al, genau, genau. Und der hat sich dann aber irgendwann den Fuß gebrochen, ne? Die Geschichte ist ja gar nicht so gut ausgegangen für ihn, glaube ich. Er konnte dann nicht mehr jagen, weil er sich den Fuß gebrochen hatte und ist dann, glaube ich, irgendwann sogar gestorben. So, Chat. Die Antwort ist gar nicht so schwer. Wie komme ich jetzt hier drüber? Und wie, ihr wisst es jetzt schon, habt es mir eben einfach nur nicht gesagt. Der ist sogar irgendwo in einem Museum ausgegangen. Den gibt's wirklich? Also gab's das Skelett von Big Al wirklich? Cheats aktivieren und fliegen. Passt. Ich zeig's euch. Achtung. Da oben ist einfach was zum drüberklettern. Ja. Das ist das Rätsels Lösung. Halt hier wieder die Frage, muss ich hier hoch oder was bringt mir... Moment, habe ich hier oben die Möglichkeit, irgendwas zu holen? Nee. Also ich muss hier runter zu dem Rad. Naja, und dann hier hoch. Die K-
Kiste muss auf die andere Seite zur Leiter. Ja, das ist... Ja. Ich sag's doch, das Level kann nicht so schwer werden wie die anderen. Oder zumindest wie das Boot-Level. Unmöglich. Moment, da oben haben wir einen Schalter. Ich schätze mal, der kommt auch nicht von ungefähr. Ey. Der ist nur für die obere Luke. Wahrscheinlich damit der andere Kompi nicht hinterherkommt. So. Ich komme nicht weiter. Wieso komme ich nicht weiter? Ah ja. Gott, ich dachte schon. Okay. Dieses Geräusch gefällt mir gar nicht. Das ist auf jeden Fall nichts Gutes. Ah! Okay, das ist also auf Zeit begrenzt. Na gut, das kriege ich auf jeden Fall hin. Das war jetzt ja eben echt easy eigentlich. Oh. Muss ich zum T-Rex hoch? Ich schätze, das läuft darauf hinaus, aber dann kann ich ihn ja trotzdem mit den Granaten wieder betäuben. Das müsste funktionieren, je nachdem, wie lange er dann aber außer Gefecht ist. Das weiß ich jetzt auch nicht. Testen wir das einfach mal aus. Es hat nichts gebracht. Das hat was gebracht. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Jo, das hat, das war's gewesen. Boah, der ist ja lang außer Gefecht gesetzt damit. Das ist gut zu wissen. Das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass wir den lieben Knaben hier sehen. Okay. Das Lustige ist, dass wenn man selber den Raptor spielt, können die Menschen durch alle Wände durchschießen. Wenn ich selber der Mensch bin, geht das nicht. T-Rex ist unter mir, alles klar. Ich kann doch mehr als 5 davon einsammeln. Okay, brauchen wir aber nicht. Ich gehe mal wieder zurück zur normalen Munition. Kennst du eigentlich Disney's Dinosaur? Auf jeden Fall. Können wir das auch mal zusammen schauen? Ist der richtig nice, der Film. Können wir gern zusammen gucken. Der wird allerdings nicht für eine Watchparty da sein, weil der ist ja bei Disney Plus logischerweise drauf. Aber ein sehr geiler Film. Mitunter eine der besten Darstellungen des Carnotaurus. Durch den Film habe ich Carnotaurus lieben gelernt. Und durch Jurassic World, naja, nicht mehr. Aber der ist wirklich geil, der Film. Ja, das stimmt. Okay, da hoch. Wenn man überlegt, wie populär Dinos sind, immer noch sind, das ist schon interessant. Ja, weil das so eine Faszination ist einfach. Wenn du so Skelette auch siehst, dass die einfach mal wirklich gelebt haben auf unserem Planeten, das ist schon ein ganz, ganz... Oh. Komisches Gefühl irgendwie auch schon. Mal gucken, ob ich es irgendwann mal schaffe, zu so einer Ausgrabungsstätte zu fahren. Oh. Und dann einen neuen Dinosaurier zu entdecken. Oh, da hat einer geschlafen hier. Das ist ja auch was Neues. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich wollte gerade schon sagen, es ist ja eigentlich unmöglich, den nicht zu treffen. So. Ich weiß nicht, was ich jetzt hiermit alles aktiviert habe, aber ich weiß, dass wir nach unten müssen. Oh Gott, weg. Dahin. Und dann dahin. Ich
aktiviere einfach mal alle Räder. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht. Er kann durch die Wand durchlaufen. Selbstverständlich kann er das. Ich... Okay. Dann hier durch und da jetzt sehr wahrscheinlich. Na, oh Gott! Das ist ja... Das ist jetzt, ne? Das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Ja, das ist auch sehr interessant, sich mal zu überlegen, wie die Welt aussehen würde, wenn die Saurier eben nicht ausgestorben wären. Würden dann hier kleine Kompis mit Porsche durch die Gegend fahren? Mal einen Schluck Wasser trinken, ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank für... Oh Gott, ihr habt immer so krasse Namen einfach. Achso, VfB Stuttgart 05. Verstehe. Macht aber nichts. Alles gut. Jolon, auch nochmal, alles klar. Auf dich. Trinkt irgendjemand von euch Kaffee? Ey, nochmal. Du haust aber deine Punkte gerade ganz schön raus, sag ich dir. Auf meine Energie muss ich wesentlich mehr achten. Das heißt, ich gehe mal direkt jetzt hier hin und mach mal diesen starken Betäubungsschuss am besten an. Ich mag Kaffee, Eistee. Eistee ja, Kaffee nö. Ach, du magst keinen Kaffee. Könnt ihr das jetzt mal sein lassen? Ich muss gleich wieder aufs Klo. Kein Kaffeetrinker hier unter euch. Interessant. Oh, das war gerade aber echt knapp gewesen, der Sprung. So, da kommen wir ganz einfach drüber. Durch diese Rutschpassagen verliere ich halt aber auch Energie, ne? Und zwar gar nicht mal so wenig, fällt mir gerade. Ey, es bringt mich echt zur Weißglut, dieses Level. Man kann in keinem Level einfach mal ganz normal, ne? Man muss die wirklich erst auswendig lernen, bevor man irgendwie auch nur ansatzweise weiterkommt. Das ist echt schrecklich. Aber das Schiff-Level, das Boot-Level war anstrengender als das hier. Das geht jetzt noch einigermaßen. Da muss man halt nur sich so ein bisschen zusammenreißen und gucken, dass man nicht so viel Energie verliert. Das ist halt das Wichtigste hierbei. Aber Grant verliert einfach immer Energie. Bei den kleinsten Sprüngen verliert der Mann Energie. Okay. Also, immer erst abwarten, dieses Rad kommt wieder zurück. Oder muss ich einfach aus diesem Grund hier oben drauf springen? Ja, tatsächlich. Okay. Ich verstehe den Hintergrund, Hink. Ja.
Ja, genau, dafür ist der Schalter jetzt da, damit der Kompi, oh mein Gott, damit der Kompi da oben nicht auch noch runterkommt. Machen wir die Tür auch mal schön zu da oben. So, ich schau mir gleich an, was ihr geschrieben habt. Aber ich muss erstmal hier rüber. So, ist ja easy bis jetzt, ne? Ist ja gar nicht mal so schwer. Mehr Wasser trinken. Wasser trinken ist gesund. Haut raus. Das sind ja eure Punkte, die ihr damit ausgibt, ne? So. Das gibt auch Energy. Ja, Energy ist aber halt... Erstmal ist das halt so Babschkram, ne? Das ist... Keine Ahnung, das kann ich im Sommer, kann ich das mal trinken. Aber Energy, ich weiß nicht, warum Leute das so geil finden. Das ist nicht nur extrem süß, sondern auch noch so extrem künstlich süß. Da bleib ich dann doch lieber bei Kaffee. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, deswegen die Frage vorhin. Heute ist Sonntag und ich habe keine Kaffeebohnen mehr. Das wollte ich euch nur noch mitteilen. Ja, das ist getroffen. Jetzt kann man hier ganz bequem an dem vorbei stolzieren. So. Wenn wir dich aber zum Pinkeln bringen, geht der Stream länger. Und wir kriegen mehr Punkte. Das ist richtig. Das ist eine sehr, sehr schlaue und hinterhältige Idee. Nur bekommst du in der Zeit, in der ich pinkeln bin, die 500 Punkte plus extra wieder zusammen? Da ist die Antwort nein. Es sei denn, du opferst dich für jemand anderen, der dann die Punkte sammelt, während ich pinkeln bin. Er kann sich sogar ducken. Du willst mich doch wirklich verarschen. Der 90er Jahre NPC-Raptor ist schlauer als ich. Heftig. Jetzt kommt wieder die Stelle, wo man einfach ganz oft irgendwo runterfällt und Grant permanent Energie verliert. Da, geht schon los. Ja gut, aber ich habe auch hier viel Energie verloren, muss man auch dazu sagen. Da musste echt schnell handeln hier bei dem. Und der, der hat mich auch angegriffen letztes Mal. Den haben wir jetzt gleich mal ausgenockt. Ui! Schnell weg, weil wenn der wieder aufsteht, gibt's Terz. Nein. So. Naja, das habe ich mir auch gemerkt, dass der durch die Decke laufen kann. Oh. So, und hier muss man jetzt springen aus irgendwelchen Gründen. Da ist Energie da unten, seht ihr das? Das habe ich ja letztes Mal überhaupt nicht gesehen. Wieso komme ich da nicht hin? Doch, komme ich. So, und du hast mir meinen Sieg genommen, lieber Raptor. Oh, naja, machen wir nochmal. Da unten ist nämlich noch ein Schalter, habe ich eben gerade gesehen. Den sollte man eventuell mal drücken. Ey. Auf. So, schnell. Aha. Okay. Alles unter Kontrolle. Ich bin auf der falschen Seite, oder? Ich muss jetzt darüber springen. Das wird doch wieder so richtig beschissen. Nee, es war voll einfach tatsächlich.
ich muss nur auf diesem Ding stehen bleiben, weil wir gerade über eine Jurassic Park Gifttonne drüber fahren. Außerdem musst du mindestens 3 Liter am Tag trinken. Das stimmt auch wieder. 3 Liter am Tag? Ist das so? 3? Obwohl ich trinke nachts immer sau viel. Wenn ich schlafe, trinke ich extrem viel. Oh, was ist denn das da unten jetzt für eine Scheiße? Ich finde das nicht gut, was da passiert. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich finde das ein bisschen belastend. Ich muss da runter, tatsächlich. Ja, okay. Kommt der da einfach angerannt? Oh Gott, das war's, Level. Ah. Jetzt kommen wir ins Vulkan-Level. Das haben wir mit dem Raptor auch schon gespielt. Das ging einigermaßen mit dem Raptor. Bei Grant weiß man es halt nie, ne? Das kann jetzt wieder... Ja, das kann jetzt wieder extrem nervig werden. Obwohl ich glaube... Trinken ist wichtig, ich trinke aber auch nicht so viel. Ich trinke nicht mal 1 Liter. Ja, gerade im Sommer sollte man das schon machen, das ist schon richtig. Viel trinken ist echt wichtig, das ist schon... Ist schon so. Diese schlafenden Raptoren finde ich noch schlimmer, als wenn die wach sind, weil die erst dann aufwachen, wenn ich... in deren Nähe bin. Das ist... Ist der tot? Der ist tot. Nee, so ein... Ja, das wäre ja auch... Das... Ja. Wollte mich das Spiel gerade verarschen. Ah, der Pteranodon. Da kriege ich schon wieder ein bisschen Hass, aber... Oh Gott, jetzt kommt hier aber alles angehüpft, was geht. Gibt es hier irgendein Tier, was nicht angerannt kommt? Ich habe nur noch ganz wenig Energie. Grant könnte jetzt einfach durch das bloße Runterfallen sterben. Und Grant fällt immer. Ununterbrochen fällt Grant. Jetzt zum Beispiel. Ich muss da runter, aber das ist schon wieder zu hoch, oder? Ja. Fallende Steine. Habe ich jetzt auch Bock drauf. Finde ich cool, die Idee. Super geil. Ach, wisst ihr was? Ich muss da wieder auf die andere Seite. Ich will doch einfach nur diese Pfeile da oben haben. Ist das denn so schwer? Ach, die hätte ich von oben holen müssen. Da hätte ich mich... Ja, ich hätte die von oben... holen müssen. Okay. Ist ja nicht so, dass der Stein eben gerade auch schon an derselben Stelle runtergefallen wäre. Aber ich dachte, dass er vielleicht woanders runterfällt beim zweiten Mal. Das war mein Hintergrundgedanke. Der war falsch. Was hat Spooky? Warte, ich lese es sofort. Wir starten da erst nochmal ganz kurz rein. Hallo Tobi, ich habe Angst vor Pandas. Was soll ich machen? Pandas meiden in dem Fall. Das ist mein Tipp für dich. Lasst ihn trinken. Ja, es kommen noch ein paar. Ich habe noch ein paar Belohnungen im Hintergrund, die aber nicht aktiviert sind aktuell. Weil ihr gerade mit euren Punkten so um euch schießt, dass ich dann, glaube ich, wahnsinnig werde, wenn ich das einfach alles aktivieren würde. Oh, ich hasse Grant, ey. Die Raptoren-Kampagne war so um so vieles einfacher gewesen als das hier. Das ist auch eine Finte hier, ne? Mit diesem Raptor, der da einfach schläft oder angeblich tot ist. Und dann... Und jetzt kriegen wir den Salat hier. Boah. Ey.
Na, die kommen aber scheinbar nicht darüber, das ist schon mal sehr gut. Und den kann man umgehen. Ach komm. So, und jetzt müsste ich hier runterkommen, oder? Auch nicht. Dann habe ich keine Ahnung, wie ich da dran kommen soll. Wirklich gar keine Ahnung. Dann können wir uns das hier auch sparen. Oh, es ist... Aha! Das war gerade mehr Glück als Verstand. Jetzt frage ich mich, ob in der Mitte auch die Steine runterfallen, aber ich glaube nicht! Um Gottes Willen! Das muss man immer vorher mal so abchecken, wo die Steine wirklich runterfallen. Oh. Ja. Da unten läuft ein Raptor, den kriege ich aber. Ja. Ey, das ist aber jetzt nicht euer Ernst. Wie mache ich denn das jetzt am schlauesten? Er kriegt mich sogar hier hinten. Kann ich auch hier runter? Moment. Darüber geht auch nicht, ne? Nee. Ich muss einfach hier an ihm vorbei. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh Gott, segne mir die Kids, ey. Das hast du jetzt davon, du blödes Mistvieh. Der scheint... Was will der von mir? Ich komme auf den Brachiosaurus nicht hoch. Oh! Danke, danke, danke dafür. Okay, Moment. Ich muss mich ganz kurz sammeln. Dieser Raptor ist natürlich extrem... Ah ja. Ah ja. Das war wieder so ein Ampel-Dino, der einfach nur da ist, um mich aufzuhalten. Ey. Diese Raptoren mit ihrem scheiß Geduck. Das war's gewesen. Das war das vorletzte Level. War jetzt ja nicht so der, ne? Irgendwie so schwer. Dann müssten wir nämlich jetzt auch schon ins letzte Level kommen. Oh nein, wir kommen noch in ein komisches Unter-der-Erde-Lava-Level. Das haben wir allerdings mit dem Raptor nicht mehr gehabt, ne? Das war... Das ist jetzt neu. Oh, das ist das vorletzte Level erst. Das ist... Das wird bestimmt nicht so cool. Oh, er kann durch die Wand schießen, ey. Das ist doch wirklich... Wieso kann ich das denn dann nicht? Okay. Bitte Fairness für beide Seiten. Für Mensch und Dinosaurier. Nee, da gehe ich nicht. Da ist ein Medikit, da muss ich hoch. Ach, halt die... Ich komme da... Ach doch, ich komme da hoch. Alles gut. Das heißt, ich muss hier nur drüber kommen. Erzähl mir jetzt nicht, ich komme da nicht drüber. Also wenn es einmal ein Jurassic Park Remake geben sollte, bin ich dafür, dass die dieses Spiel hier verfilmen. Genau dieses Level will ich sehen auf der großen Leinwand. Ist dieser Rauch eigentlich giftig oder ist er einfach nur da, um mich zu nerven? Oh. Oh, oh, oh. Ich kann ihn nicht treffen. Ich kann ihn einfach nicht treffen. Ich muss hier weg. Oh Gott. Jetzt habe ich dich. Oh Gott, das war gerade echt. Die Raptoren sind hier wirklich anstrengend.
Ja, das war dumm von dem Raptor. Der war nicht der Schlauste hier. Der hat sich gerade selber ins Aus katapultiert. Oh. Natürlich nicht. Okay, dann laufen wir einfach runter. Natürlich ist da unten Lava. Ach Mann, ey. Ich frag mich halt, sollte Grant nicht versuchen rauszukommen, anstatt nach unten? Weil du nicht das Premium durch die Wand schießen Paket für 99 Cent hast. Das wäre heutzutage wirklich so. Da willst du dann das Spiel bekommen, aber um Fairness zu erlangen, musst du dann einfach nochmal Geld dafür bezahlen. Das Ding geht doch auf jeden Fall unter hier, der Stein. Das sieht man doch schon. Oh Gott. Das Level war sehr einfach. Und sehr kurz. Ich habe fast zwei komplette Streams verbraucht, um dieses Boot-Level zu schaffen. Muss man sich mal überlegen. Und das jetzt hier, das läuft aber, das flutscht. Zum Glück ist das nicht bei allen so. Wovon haben wir es denn jetzt? Ach so, aber schon bei sehr vielen, ne? Das ist schon bei sehr vielen. Es gibt sogar Spiele, die dann wirklich die Story erst weiter erzählen, wenn du dann dazu ein DLC kaufst, zu einem Vollpreisspiel. Ja, so ein Beispiel dafür ist Alan Wake, eins meiner Lieblingsspiele, wo auch dieses Jahr, glaube ich, Teil 2 rauskommen soll. Da erzählt ein DLC, ein kostenpflichtiges, die Geschichte weiter. Das heißt, du brauchst das DLC, um überhaupt zu checken, was in Teil 2 passiert, weil das eben dazwischen spielt. Ja. Oh, das wollte ich gar nicht, aber gut zu wissen. Die scheinen zu funktionieren, die Dinge. Eieiei. Komm hoch, komm, trau dich doch. Traust dich eh nicht, ne? Hast nämlich Angst. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ja, nee. Ich hätte voll gern Energie. Das wäre jetzt echt saucool. Ach so, da kann ich bestimmt oben dran springen. Nee, kann ich nicht. Ich bin ja auch kein Raptor. Dann geht's eben hier lang. Auch nicht. Auch nicht. Okay, okay. Keine Panik. Muss man mal nach Knöpfen Ausschau halten. Eventuell kann man hier irgendwelche Türen öffnen. Wir alle sind Teil des Problems. Ja, da könnte ich jetzt auch wieder einen Bogen zur Kinowelt schlagen. Natürlich ist es so. Wenn das jeder mitmacht, das ist wie Spiele, die jetzt veröffentlicht werden, die einfach nicht fertig sind. Und wir als Endkunde müssen dann quasi die Fehler im Spiel finden und die werden dann erst nachträglich behoben. Ah. Ja, da muss man erstmal drauf kommen hier, ey. Das ist... ist das eine Wand? Ja. Okay, der T-Rex ist auch schon da. Ein bisschen früher als eigentlich im Film, ne? So, der ist jetzt hier und will mich erstmal wegsnacken. Dann kriegt er erstmal eine Granate ins Gesicht, damit er mal ganz kurz die Schnauze hält. Oh, Grant ist ja wirklich ein Badass in dem Spiel. So. Wie er die Türen auftritt hier. Warte, Moment. Ich brauche erstmal die richtigen Waffen. Zack. Ach, echt, ey. Halt die Klappe. Okay. Oh. Bitte alle unter 18 jetzt wegschauen. Wir haben hier nämlich Blut an der Wand. Und Tobi hat schon lange nicht mehr getrunken. Na, dann müsst ihr eure wertvollen Punkte eben einsetzen. Wenn
wenn ihr wüsstet, was schon bald noch alles mit den Punkten gekauft werden kann, dann würdet ihr euch so in den Arsch beißen, dass ihr jetzt eure ganzen Punkte hier raus scheppert. Da unten ist aber eine Munitionspackung. Wie viel habe ich denn davon eigentlich jetzt? Fast 100, ey. Die sind aber halt auch scheiße, die Dinger, weil die immer zwei Treffer brauchen, bis die mal so ein Vielarm legen. Okay. Nee, ich muss da hoch, oder nicht? So. Ich höre den T-Rex doch schon wieder rumschreien. Oder sind wir... Entschuldigung. Sind wir jetzt direkt beim Velociraptor? Noch nicht, okay. Nur bei einem Nicht-Endboss-Raptor. Der Endboss auf Sparflamme quasi. Oh, er kommt aber angerannt. Und er will's wissen, aber er hat den Kampf schon wieder verloren. Da unten war Munition, ne? Ich brauch die. Und nur von so einem dämlichen... Dilophosaurus lasse ich mich nicht davon abhalten, die Munition zu sammeln. Oh Gott. Ey, die sind aber auch so unfassbar schnell, diese blöden Viecher. Ich brauch meine Dings wieder hier, ja. So, ja, das ist gut. Was machst du jetzt? So. So, ich muss da hoch. Das war ein Riesenfail vom Raptor. Da hat der, kann ich dir auch wieder zumachen? Nee, kann ich nicht. Ja, wir haben es aber gleich geschafft. Wir sind gleich beim Raptor-Endboss zumindest. Ich schätze mal, der wird nicht so einfach funktionieren wie Alan Grant als Endboss. Ich glaube nämlich, dass wir wirklich gegen den kämpfen müssen. Und Grant als Endboss war ja... Das ist der Raptor da unten. Der da gerade durchrennt. Das ist der Endboss-Raptor. Nein, das ist der hier oben. Oh Gott. Aber alleine für die Punkte muss ich nochmal auf die andere Seite rüber. Ich weiß nicht, ob er mir jetzt hinterhergerannt kommt oder ob er da vorne bleibt. Aber ich brauche diese Schüsse. Es sind ja nochmal 10 Stück immerhin. Nee, das sind nur 5, ne? Aber trotzdem habe ich davon auch so viele. Ich bin eigentlich perfekt gewappnet für den Velociraptor jetzt. Für den großen Endboss-Velociraptor. Und für das Riesenbiest. Mal gucken, ob das jetzt hier in dem Spiel einen Größenunterschied hat. Ich glaube aber auch nicht. Okay. Moin, Tomatensaft. Schön, dass du auch am Start bist. Ich sag, du wirst gegen den sterben. Ja, ich glaube auch, dass der erste Kampf jetzt geht in die Hose. Ich weiß aber auch nicht, ob der auch wieder so ein... so simpel ist oder ob der wirklich bekämpft werden muss, richtig. So werden wir es auch nicht rausfinden, wenn ich so weitermache. Aber was soll ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn da runter, verdammt nochmal? Muss ich hier die Dinger losmachen? Die Seile? Geht ja schon gut los. Ich komme ja nicht mehr runter zu dem. Was muss ich denn hier machen? Erzähl mir doch jetzt nichts. Achso, Moment. Kann ich hier hin? Aha. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich da runterkomme. Die Werbung heute hasst mich. Du kriegst als einziger gerade Werbung ab, oder was?
Ja, Game Over, wir machen das aber jetzt nochmal und diesmal packe ich das. Ich muss ja nur wissen, wie ich da irgendwie runterkomme. Ich check das dann nochmal ab wegen der Werbung, was da los ist. Ey, geh mir nicht auf die Nerven jetzt. Okay, es sind auch nur 10 Stück. Die habe ich ja eh schon fast alle wieder verballert jetzt bei diesem einen Raptor hier. Ey, die sind aber auch wirklich anstrengend, die Viecher. So, hier war nichts, ne? Da waren nur die Kisten. Und hier musste ich jetzt die Kiste oben freischießen, von dem Seil ab. Dann muss ich so wahrscheinlich aber auch einfach dieses Ding freischießen. Beim letzten Endboss. Oder? Würde das Sinn machen? Ich glaube schon, dass das Sinn machen würde. Dann ist das hier wirklich der letzte T-Rex, den wir in dem Spiel zu Gesicht bekommen, schätze ich mal. Dann kriegst man noch einen. Ich habe ihn nicht getroffen, okay. Ich habe ihn nicht getroffen. Töten oder betäuben? Ich kann die, glaube ich, gar nicht töten. Ich betäube die immer nur. Aha. So. Die hole ich mir noch. Jetzt steht der wahrscheinlich genau dann wieder auf, wenn ich an ihm vorbeirenne. Es geht eigentlich. Oh, es ging tatsächlich klar. Sehr gut. Ach fuck, jetzt wollte ich eigentlich gerade mal da oben dran springen und mal gucken, was dann da passiert. Okay. Dann auf ein neues, den T-Rex also erst überqueren, wenn man ihn wirklich getroffen hat. Das ist gut, das ist, sollte man sich so merken. Kann ich da oben drauf? Ja, ne? Ja. Jetzt. Schnell, oh Gott. Das wollte ich gar nicht. Diese ganzen Blendgranaten habe ich noch kein einziges Mal gebraucht bis jetzt. Ja, weg mit euch. Ihr kostet mich alle wertvolle Zeit. Spott ist ja hier und da okay. Ich weiß nicht, worum es geht, aber Spott ist, wenn es um meine Todesfälle hier geht, dann ist Spott auf jeden Fall angenehm, ja. Kann ich auch hier langlaufen? Ja, natürlich kann ich das. Ich hasse diese Viecher. Das ist so nervig. So, da oben haben wir ein Kombi. War da oben aber nicht ursprünglich ein Medikit? Oder habe ich da gerade was Falsches in Erinnerung? Was war denn hier unten? Auch nix. Okay. Okay, jetzt kommen wir dann zu dieser Stelle gleich, wo der eine Raptor mich verfolgt. Ach komm, hau doch ab. Oh, unten lang geht's auch. Oben scheint aber auch nichts zu sein, oder? Gibt es da vielleicht eine Abkürzung oder so ein Kram, weil da eine Kiste steht? Nee. Einfach gar nichts. Oh Gott, das war knapp. Da oben ist das Medikit, was ich gemeint hatte. Oh.
Nein, 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 nein. Schnell, 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 bevor der wieder aufsteht. Oh. Nein, 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 ich glaub's nicht. Er hat mich nochmal fast umgebracht eben. Ich habe gerade in den Chat geguckt und bin deswegen einfach fast gestorben. Eieieiei. Noch ein Leben. Noch ein einziges Leben. Ich muss jetzt zusehen, dass ich hier am besten gar keine einzige gar keine einzige Energie irgendwas verliere. So, der rennt jetzt aber eh gleich hinterher. Ja. Ja. Er kann da sogar nach oben kommen. Das ist ja krass. Er ist mir aber hier lang nicht hinterher gerannt, meine ich, ne? Doch, er kommt tatsächlich auch hier hinterher. Ach, Mann, 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 Mann. Irgendwo ist er noch. Da. So. Dann gönnt mir doch bitte gerade mal ganz kurz. Nur zum Abschluss nochmal. Du bekommst auch Werbung. Ja, ich schaue da gleich mal nach. Die letzten Tage habt ihr aber gar nichts bekommen, ne? Habt ihr gesagt. Da war das alles komplett ohne Werbung und ohne Unterbrechung. Weil Werbung müsste ich eigentlich manuell schalten. Das heißt, ich habe hier meine Knöpfe und wenn ich da drauf drücke, dann sollte Werbung kommen. Aber ich habe ja nicht drauf gedrückt. So. Alles klar. Beenden wir das Drama jetzt hier mal, oder? Ich kann es mir jetzt nicht leisten, hier zu sterben. Moment. Gestern war das nicht, ne? Okay, gut. Dann, guck grad mal, warte mal. Ja, wie gesagt, eigentlich sollte ich das manuell schalten mit der Werbung. Da sollte eigentlich ich die Kontrolle drüber haben, wann das geschaltet wird und eben wann nicht. Aber scheinbar klappt das ja nicht so gut. Ach. Jetzt beenden wir das. Seid ihr bereit? Wir beenden jetzt dieses Spiel. Wir besiegen jetzt den Raptor und kehren zurück nach Hause von der Isla Nublar. Ganz wichtig. So. Alle guten Dinge sind paar 40 oder so. Ja, ja, ich nehme jetzt einfach mal nur die hier mit und ich... Oh, das war so knapp. Und lass die andere Munition mal da oben liegen. Und nicht immer irgendwo runterspringen, Grant. Diesen nehme ich für mich nur noch dafür da jetzt hier, um irgendwelche... Schnüre oder so durchzutrennen. So. Dann kommen wir hier nämlich ganz locker hoch. Und jetzt kommen wir schon wieder an den T-Rex, an die T-Rex-Stelle.
It's the final countdown, richtig. Ab jetzt ist hier der final countdown eingerichtet. Der könnte mich nochmal fressen hier. Bei dem blicke ich nicht so ganz durch, ab wann er jetzt betäubt ist und ab wann nicht. Ja, er macht nämlich weiter, ne? Seht ihr? Jetzt müsste es eigentlich gehen. In der Theorie. Hat das auch ganz gut funktioniert. Sehr schön. Raptor kommt jetzt runter. So. Dilophosaurus. Da oben kann ich aber auch hin, aber da ist einfach gar nichts, ne? Oder? Nö. Wahrscheinlich auf der Flucht vor dem Raptor kann man... Ach, ist der wieder da? Mann. Halt die Klappe. Nein. Oh. 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 Raus hier, raus hier. Schnell. Gestern war nichts. Ja, ja, wie gesagt, ich kläre das gleich alles. Das kannst du jetzt während dem Stream dann eh nicht umstellen. Das heißt, die Änderungen werden eh erst dann vorgenommen, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ich hoffe mal, das ist in Ordnung. Wenn ich das dann jetzt hier nach nochmal alles überprüfe. Kann es sein, dass Twitch die Einstellung nur für einen bestimmten Zeitraum übernimmt und dass das dann automatisch sich wieder ändert nach so und so vielen Tagen? Würde halt irgendwie keinen Sinn machen, aber das würde es so ein bisschen erklären, weil das ja schon mal passiert ist, ne? Dass ich irgendwelche Sachen eingestellt habe und die waren dann auf einmal wieder ausgeschaltet. So. Jetzt einfach nur kein Leben verlieren. Einfach ganz locker. Ah, ich hasse dieses Mistvieh so unglaublich. Seit Level 1 gehen die mir auf die Eier. Nee, ich hab gerade Munition eingesammelt, Mann. Okay. Wir kommen ja Gott sei Dank nochmal an ein Medikit, das nämlich da oben liegt. Aber der Raptor kommt auch nochmal angerannt. Da ist er. Ja. Da ist er nicht schlau genug gewesen. Er hat leider versagt. So. Na, er lernt aber auch nicht dazu. Muss man ganz klar sagen. Was die Batterien da unten sind, weiß ich halt eh nicht. Ich habe keine Ahnung, wozu die da sein sollen. Warte noch mal ganz kurz. So. Ach, ey, dieses dämliche Mistvieh. Oh. Ach so, ja, das ist ja wieder der jetzt hier durchrennt. Für den nehme ich jetzt aber einfach mal hier meine Granaten. Die nehme ich jetzt. Er kann durch Türen durchgehen. Oh, er rennt da einfach hoch. Das tut bestimmt weh. So, und sitzen wir wieder hier. Auf ein neues. Ich weiß nämlich, dass diese Feuergranaten, die hier liegen... Das sind die hier. Moment, da hatte ich aber eh schon welche gehabt. Die brauche ich jetzt hier für das Level. Aber ich komme nicht mehr auf das Ding hoch. Warum nicht? Dann machen wir das einfach jetzt direkt von hier aus. Ich muss jetzt nämlich hier... Aha. So, und jetzt muss ich hier in die Mitte springen. Oh Gott, ich habe die falschen Waffen in der Hand gehabt. Das ist natürlich echt dumm gewesen. Ich sag eben gerade noch, ich brauche die Feuergranaten. Und benutze dann was ganz anderes. Das war echt saudumm. So. Das war Nummer 1.
Und Nummer 2 treffe ich jetzt nicht, weil ich zu weit weg bin, oder was? Ist euer Ernst? Da ist Nummer 2. Aua. So. Easy. Das war's gewesen. Das war das große pompöse Finale von Sega Mega Drive Jurassic Park. Ging eigentlich an sich klar. Ich habe hier und da mal nachgeschaut, natürlich, aber das schlimmste Level war wirklich das mit dem Boot. Das war wirklich... Das war wirklich mies. So, und dann gibt es jetzt hier für euch nochmal ganz kurz ein... Das ist ein anderes Outro als beim Raptor. Beim Raptor war das ja der gefangene Raptor. Hier jetzt eben nicht. So. War das über einen Emulator? Ich sag mal nein. Mich hat auch gestern jemand von euch gefragt, worum ging's denn da? Wie man Dino Crisis, glaube ich, spielen kann. Wenn du da bist, kannst du, oder schreib mir am besten mal per Instagram einfach eine Nachricht, da kann ich dir das genau erklären. Das ist überhaupt nicht schwer. Ist wirklich simpel. So. Hätten wir das auch geklärt. Und Jurassic Park für Sega. Durchgespielt. Hab die Sega und das Spiel noch da, aber der Controller geht nicht mehr. Den Controller kannst du aber ganz einfach nachkaufen. Den müsstest du ganz einfach nachkaufen können. So.